Hallo ihr Lieben, gleich kommt unser 69. Podcast. Vorher eine ganz kurze Nachricht. Direkt nach der Aufzeichnung dieses Podcasts, den ihr gleich sehen werdet, hat uns die Nachricht ereilt, dass Terry Jones gestorben ist. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir das erst danach erfahren haben. Sonst, also ich hätte wahrscheinlich den ganzen Podcast mich nicht konzentrieren können und rumgeheult. Und das hätte Thorsten dann wieder nicht gut gefunden. Es war abzusehen, dass Terry Jones demnächst sterben wird und jetzt gestorben ist, denn er war sehr krank. Er war dement, Demenzerkrankung. Und was soll ich zu Terry Jones sagen? Ich hatte das große Glück, ihn mal zu treffen, und er war nicht nur Mitglied der Python, sondern er war auch ein toller Regisseur. Wir dürfen nicht vergessen, dass er Das Leben des Brian gedreht hat und Sinn des Lebens. Und wir werden demnächst gebührend über Terry Jones sprechen. Nur, ich wollte das nur eben kurz sagen, es ist nicht an uns vorbeigegangen, dass Terry Jones nicht mehr da ist. Und wie es so ist, man ist traurig darüber, dass er nicht mehr lebt, aber man ist sehr glücklich darüber, dass er gelebt hat und dass er da war und zusammen mit den Pythons, als auch alleine, sehr viele tolle, wahnsinnige, bizarre, lustige Sachen gemacht hat. Und ich werde mein Leben lang nie vergessen, wie Terry Jones als Mr. Creosote in Sinn des Lebens explodiert ist. Eine der großartigsten Szenen in der Geschichte des Films. Und jetzt viel Spaß mit unserem kleinen Podcast. Sträter, Bender, Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Sträter, Hennes Bender und Gary Streberg. Das ist ein Hörsner. Im Asterix, im Neuen, ist kommt Schablunsen vor. Kommt wenn du, nicht. Doch, wenn du willst, dass es richtig geschrieben ist, müssen wir das schreiben. Schablunsen. Aber so als wirklich als Kampf, also als Wort. Herrlich? Ja. Ich geil. Hab dich verewigt damit. Aber du musst mir nochmal schreiben, wie es richtig ist. Also, drei, es gibt Schlabunsen, das ist ja ein kurzes, kompaktes Geräusch. Dann gibt es Scharbunsen. Ja. So ein Superheldengeräusch und Schabunzen. Das ist mehr so. Also, irgendwas fällt. Also Obelix haut ein und dann steht da im Bild, steht dann, also nicht als Sprechblase, sondern im Bild steht dann Schabunsen. Super. Finde ich total gut. Genau. Sprichst du? Test. Habe ich alles? Ja, hallo. Ja. Testing. Testing. Ja. Jo. Ne, dann ja, gucken wir mal. Der Deutsche Podcastpreis, wir sind nominiert. Ja. Das heißt, wir müssen wirklich jetzt auch nur... Sind wir nominiert? Ja, wir müssen nur gemischtes Hack zerfickeln und Gästeliste Geisterbahn und jeden anderen Podcast. Denn jeder Podcast ist nominiert. Aber ich möchte nicht gemischtes Hack zerficken. Das ist kein schönes Bild, was ich dabei habe. Heißt das, dass die Leute für uns abstimmen können? Dass auch zum Beispiel Leute, die uns bei Twitter folgen, zum Beispiel, dass wenn jemand zum Beispiel... Ich glaube, wir sind nicht nominiert. Aber die Nominierung kommt erst noch. Ach so. Ja, das ist das jetzt erstmal vorab gestimmt. Ach so. Genau. Gemischtes Hack wird die Gesamtbevölkerung auf sich ziehen. Ist ja auch ein guter Podcast. Ja. Ist okay. Und wir. Wollen wir mal. Du meinst, ich finde es lustig. Ja, ist lustig, aber es ist okay. Seit wann hörst du den Podcast? Seit wann? Mittwoch. Ja. Seit Mittwoch hört Thorsten Sträter Podcast. Schon immer Podcast. Also das heißt, wenn ihr wollt, dass wir diesen Podcastpreis, ist das der deutsche Podcastpreis? Das ist der peruanische Podcastpreis. Es gibt eine Karre weißen Sand als Preis. Wir haben das schon getwittert bei uns, wenn ihr das weiter twittern wollt, so ihr einen Twitter-Account habt. Dann anders geht's wohl nicht. Könnt ihr das einfach retweeten mit einem Klick. Ich sag das nur, falls Leute einen Twitter-Account haben und nicht wissen, wie man retweetet. Es soll Leute geben, die einen Twitter-Account haben, aber so wichtige Sachen nicht retweeten, sondern so Sachen schreiben so wie passiv-aggressiv, wie Chemnitz macht dich bereit oder so. Chemnitz hat sich bereit gemacht. Ja, ich hab nur das Gefühl, dass du unsere eigenen Twitter-Sachen nicht weiter. Schau mal, ich bin mit einem Klick. Dann können die Leute, die dich gut, lass mich kurz. Dann können die Leute, die dich gut finden, auch mal sagen. Überschlug seine Stimme. Hör mal, das ist doch schön, dass der Herr, der Mann in Schwarz einen Podcast hat. Den würden wir gerne hören. Okay, kleinen Moment. Ja. Wir haben einen Podcast zusammen. Wenn Sie den jetzt sehen, haben Sie es wahrscheinlich schon geahnt. Ja. Der kommt einmal im Monat. Stellen Sie sich vor, ich hätte auf Twitter gesagt, da ist er wieder.
Nee, aber da du musst ja einfach nur Klick machen und dann sehen die Leute, die dir folgen, ah, du bist bei einem Podcast. Das ist plumpeste Eigenwerbung. Ja, das ist Twitter. Aber das willkommen, willkommen in der digitalen Welt. Ich wollte auch gerade sagen, macht ihr das nicht ständig? Ihr macht doch ständig Eigenwerbung. Warum? Wir machen keine Eigenwerbung, wir wollen Sätze sagen. Ja, also, wie zum Beispiel Chemnitz macht dich bereit. Da kannst du auch mal unseren Podcast weiter twittern. Das würde uns vielleicht die Leute... Ich habe auch getwittert, so Dorfkinder kenne ich nur aus Wrong Turn 2. Ja. Das war gut. Oder... Hast du Wrong Turn 2 gesehen? Ich habe den ersten Mal im Hotel gesehen und er hat mich ein bisschen gequält. Dann habe ich mir den zweiten angeguckt, um zu sehen, ob der eine neue, überraschende Ebene hat. Ist das der mit Henry Rollins, der zweite? Weiß ich nicht. Doch, ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung. Doch, ich glaube, der dritte ist erst mit Henry Rollins. Oh ja. Als ich einen Kaffee trank mit Henry Rollins letztes Jahr, Wacken. Ja. Ah, mal Wacken. So nebenbei. Der Satz geht nicht weiter. Ich wollte das nur eingestreut haben. Hast du das getweetet? Nein, das habe ich nicht getweetet. Auf jeden Fall. Erstmal hallo und willkommen. Danke an, wenn euch das gefällt, dann was wir machen. Hammer Ansage. Ja, wir fangen sofort. Bitte. Damit gewinnen wir. Mit solchen Openern gewinnen wir. Ja, aber das machen alle. Moment mal, diese Sache mit dem Podcastpreis abzuschließen. Wir werden den Link werden wir verlinken in unseren Shownotes und vielleicht auch hier jetzt. Die Shownotes? Die Shownotes? Die Shownotes. Wir haben Shownotes. Es geht nur einfach darum, dass wenn euch das gefällt, was wir machen, dann könnt ihr das natürlich gerne teilen. Viral. Ja? Viral. Ob bei Twitter, bei Facebook, Instagram, könnt ihr gerne machen. Manchmal ist es nur ein Klick. Und viele Leute sind glücklich. Manchmal. Und bei manchen ich zeig Formularen dir das gleich mal. 8 Durchschläge und dann Unterschrift des Abteilungsleiters. Das, Formular manchmal, 38. Ja, das Formular 38. Ah, 38, genau. Krieg ich denn einen Kaffee? Hat der Dingenskirchen gesagt, ich kriege einen Kaffee? Kriegen wir einen Kaffee, Markus? Markus? Bitte, bitte. Kann ich bitte einen Kaffee haben? Ich gebe dir 1000 Euro. Jawohl. Es ist der 69. Podcast. Der 69. Der 69. Verstehst du? 69, verstehst du? Knickknack. Knickknack. Sind Sie ein taucher Vogel? Ein bisschen gedauert, aber jetzt habe ich. Knickknack. Ja, das haben Leute mir geschrieben. So, macht ihr beim 69. macht ihr was Besonderes? Hey, die böse Hand, die böse Hand. Knickknack, flundern Sie. Wenn Sie mich verstehen, ist Sie eine flache Tüte, ein tauber Vogel. So. Könnten im Urlaub gemacht worden sein. Das ist so schön, wenn Leute keine Ahnung haben. Ja, ich zum Beispiel. Ich weiß nicht. Deswegen gewinnen wir auch keinen Podcastpreis. Ich habe neulich zum Beispiel getwittert, kurz um 10 vor 12, ob die Akte Ferment schon raus ist. Die was? Ob die Akte Ferment schon raus ist, kurz vor 12. Und glaub, zwei Leute haben geschrieben, ist noch nicht 12. Das ist ein Helge Schneider Hörspiel. Ach so, okay. Frau Schmittering, ist die Akte Ferment schon? Nee, ist noch nicht 12. Und da kommt rein, Gunther, ich möchte eine Anzeige machen. Ich weiß nicht, ob auf dem Ordnung sagen. Na, Sie interessieren mich. So, also, wir sind wieder am Abnörden. Ja. Unser letzter Podcast ist ein bisschen her. Das Schöne ist, finde ich ja, bei unserem Podcast, dadurch, dass wir nicht wöchentlich senden müssen, muss ich euch Hackfressen nur einmal im Monat ertragen. Ja. Und wir haben ganz viel Material, über das wir sprechen können. Super viel. Zum Beispiel ist jetzt gerade rausgekommen, wer den neuen James-Bond-Film, No Time to Die, wer da die Filmmusik, den Score machen darf. Ja, nämlich? Mann, der heißt wie ein Raum. Hans Zimmer wird es machen. Genau, Hans Zimmer zusammen mit Johnny Marr. Hans Room. Ja, wenn er es mit Johnny Marr zusammen macht, kann es gar nicht schief gehen. Ja, weil das hoffe ich er hat auch. Ja mit Johnny Marr gearbeitet, auch in Man of Steel. Und gerade das Thema Flight, das ist das Stück aus Man of Steel, das mit das Grandioseste ist. Und Johnny Marr spielt da Gitarre und ist fantastisch. Johnny Marr. Er hat ihn auch mitgehabt auf Live-Tour. Das war fantastisch. Johnny Marr ist von The Smith, der Gitarrist und Komponist den Schmitz. Von den Schmitz. Von den Schmitz. Von Will Smith. The Will Smith. Ja, genau. Genau. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und Billy Elliot. Billy Eilish. Billy Elliot tanzt den Titelsong. Ja. Ist das nicht so ein grüner Drache, der immer lacht? Das Schmunzelmonster. Das Schmunzelmonster. Was geil ist, oder? Elliot, das Schmunzelmonster. Ich muss zugeben, ich bin ein alter Sack und von daher kannte ich zugeben. Billy. Ein Blatt, alle wissen Bescheid. Billy, die Frau kannte ich nicht. Die Frau, die ist 17. Genau, das junge Mädchen. Album des Jahres, die junge Dame kannte ich nicht. Ja. Aber ich muss sagen, ich kenne sie auch nur von Twitter, weil Sophie Passmann so auf Billie Eilish. Genau. Ich habe sie mir aber dann mal angehört und muss sagen, ja. Ich finde, das ist sehr toll, was sie macht. Es ist sehr außergewöhnlich und ist die richtige. Ist das jetzt die neue Lady Gaga eigentlich? Nein, das ist die neue Lady Gaga. Ja, wieso? Nach Madonna kam dann irgendwann Lady Gaga. Da muss kein neuer kommen, wenn die Alten noch leben. Wenn die Alten noch leben, das ist Unsinn. Ich finde, das ist sehr originär, was sie macht und das ist sehr, sehr... Ist auch originär.
Warum musst du das jetzt sein? Warum musst du mir jetzt sagen? Weiß ich auch nicht. Warum tut es dir leid? Ja, weißt du, wenn ihr so aus Reflexen reagiert, dann. Mach das doch auch mal. Ja. Steh doch dazu. Steh zu deinem Reflexen. Ja, auch mal. Billie Eilish ist natürlich eine sehr, sehr gute und auch eine sehr mutige Wahl, wenn man so an die ganzen schrägen Bond-Titelsongs denkt. Wie zum Beispiel? Wie zum Beispiel Another Day to Die von Jack White und Alicia Keys. Zu Quantum, auf so ein Quantum Trost. Ach so. War das der letzte? Ja. Nee, nein, das war nicht der letzte. Das war der erste. Das war Casino Royale. Nein, das war nicht der erste. Nee, der Casino, war der Casino Royale war Chris Cornell. Das war super. Das war richtig super gut. You Know My Name. You Know My Name. You Know My Name. Ganz fantastisch, ja. Und der zweite auch war Chris Cornell ist leider auch tot, ja, genau. Ja. Und der zweite war Alicia Keys zusammen mit Jack White. Another Day to Die, der sehr schräg war, der Song, mochte ich aber sehr. Den habe ich überhaupt nicht mehr. Dann kam Skyfall, natürlich ein ganz klassischer. Adele. Die Adele, ne? Adele. Ganz, ganz toll. Ja, ganz toll. Und dann hatten wir unseren Freund Sam Smith, da sind wir wieder. Sam Smith, da hatten wir ja alles schon. Das war ein bisschen sehr hoch. Ja, alles. Das war also sehr, sehr falsch. Writings on the Wall, aber war trotzdem gut durchorchestriert, sodass das Gefühl hat, ja, einen Oscar gekriegt. Oscar gekriegt. Deswegen ist es für den besten Song. Übrigens, Ellie? Ellie? übrigens gut durchorchestriert. Ich hatte noch, nachdem wir ja im letzten Podcast lang und breit über den Irishman gesprochen haben, erwähnt, dass Joe Pesci ein neues Album rausgebracht hat. Ja. Er hat ja schon mal ein Swing-Album rausgebracht. Ja, und das ist gar nicht mal so gut. Also in meiner Eigenschaft als Swing-Experte. Der ich viele Swing-Alben gehört habe. Du bist ein richtiger Swinger, kann man sagen. Bist du auch in einem Swinger-Club? Ah, ja, ich weiß, ich wollte. Kennst du Big Bad Voodoo Daddy? Bitte was? Big Bad Voodoo Daddy? Nee. Das ist so eine Swinger-Kombo aus Las Vegas, sehr geil. Okay. Das erklärt, warum ich sie nicht kenne. Man lernt nie aus. Wieso? Nein, ich meine klassische Swing-Arrangements. Und das ist halt der Joe Pesci, klingt halt wie Joe Pesci, das ist ziemlich cool. Macht gut, macht gut. Ist gesanglich ein bisschen limitiert, was völlig in Ordnung ist. Aber das Album ist vollkommen überorchestriert. Wenn du. I Like New York in June ist ein Basic-Stück mit dem Orchester, das sich zurücknimmt. Und das ist sowas von Buttercreme-Tortenartig zugeschissen mit Streichern und Bläsersätzen, dass ich mir dachte, wow, kaum noch erkennbar. Aber es ist trotzdem, ich finde die Platte sehr schön. Ich habe es auch nachts gehört. Meine Lieblingsversion von I Like New York in June ist Robin Williams. Das ist nie, und ja, Jeff Bridges. Das singen die ja nicht. Das macht ja Harry Nilsson. Du meinst Fisher King. Genau, stimmt. Ja. Genau. Robin Williams singt einmal im Fisher King und zwar Lydia the Tattooed Lady. Ah, ja. Von Groucho Marx, genau. Aber am großartig. Ende kommt I Like New York. Sie singen, like du hast total New recht, sie singen York es. Doch. Sie singen Ende, es. Ne? Sie singen es am Ende, wenn sie nackend im Central Park sind. Ja, ja. Und auf dem Soundtrack ist es Harry Nilsson. Mm. I Like New York in June. Und ich mag es in der Version von Sinatra. Natürlich. How about you? I like holding hands in the movie show when all the lights are low. Stop. May not be new, but I like it. How about you? Die Gula kriegt jetzt schon wieder einen Schmarrn. Warum kriegt deine Frau? Ja, weil wir das nicht benutzen dürfen. Ach komm, wir haben das nachgesungen und zwar parodistisch. Gar nicht mal so gut. Nee, wieso? Das war der Song. Nee, dann kann man es lassen. Die Karaoke. Gula, richtig ab. Super. Mal an alle jetzt. Mal so Meta-mäßig. Meta-Ebene. Ja. So, die Golden Globes sind vorbei. 2020 hat begonnen, das ist der erste Podcast im neuen. Ist es das neue Jahrzehnt oder ist es nur das neue Jahr? Ist 2020 das neue Jahrzehnt? Das neue Jahrzehnt. Nächstes Jahr ist das neue Jahrzehnt. Okay, gut. Also wir wollen jetzt nicht. 21 ist, glaube ich, das neue Jahrzehnt, habe ich mir erklärt. Einfach mal Sätze nicht zu Ende sagen. Ja, jetzt nicht über Tische und Bänke. Ja, jetzt nicht. Päpstlicher sein als der Papst. Ja, du hast so ein bisschen Aussetzer heute, ne? Ja, so ein bisschen. Päpstlicher als der Papst. Habt ihr die zwei Päpste gesehen eigentlich? Nee. Gestern vorhin in der Fußgängerzone. Nee, ich muss sagen, ich fand der Titel verrät schon den ganzen Twist. Deswegen habe ich ihn noch nicht geguckt. Aber was ich mir angeguckt habe, war. Das, oh, jetzt gibt's Kaffee. Ah, oh, du bist das, ein Schatz, ey. Ich nehme die Bambi-Tasse heute. Oh! Nee, ich nehme beide Tassen. Nimm gerne beide. Ja. Ich wollte noch mal reingucken in die zwei Päpste auf Netflix, weil sie ja tatsächlich die Sixtinische Kapelle nachgebaut haben. Sie haben mit Lego oder? Nein, sie haben Fotografien. Sie durften da nicht drehen. Der Vatikan scheißt sich ziemlich ein bei solchen Sachen. Auch Steven Seagal, keine Drehgenehmigung gekriegt. Vatican has fallen. Vatican has, das wäre geil, ja.
Nee, sie haben wirklich Fotografien von Michelangelo genommen und haben das quasi dann auf altem Papier oder auf altgemachtes Papier und dann haben sie richtig das hochgezogen und einfach hochkopiert. Unglaublich. Farbdrucker einmal für 9,60 Euro. Der Dings, Anthony Hopkins, spielt einen Ratzinger oder was? Der spielt Ratzinger, genau. Der spielt kann der Ratzinger aber mal froh sein. Aber hallo. Es gibt ja Aufnahmen vom Ratzinger, da sieht ja schon aus wie hier Palpatine. Der sieht aus wie Palpatine. Star Wars. Aber das Ratzinger gespielt wird von Hannibal Lecter. Ja, oh, okay. Das so, Golden Globes sind vorbei, die SAG Awards sind vorbei. Normalerweise sind solche Preise. Ich erwarte doch die ganze Zeit, dass er so ruft. Sie können mir keine Badeferien mehr andrehen, aber er macht es halt nicht. Ich habe den Film noch nicht geguckt, ich habe es noch nicht gesehen. Mal sehen, wollen wir mal gucken. So, diese ganzen Preisverleihungen, jetzt kommt die große Preisverleihung natürlich im Februar und da reden wir jetzt mal kurz drüber, über die Oscar-Nominierungen. Nicht, dass das irgendeine Bedeutung hätte. Nein, für wen? Wollen wir mal ehrlich sein. Wen hat das nach vorne gebracht? Ja. Alle. Es gibt viele Leute, ja, nicht. Es gibt viele Leute, gerade bei den männlichen Nebendarstellern und auch bei den weiblichen Nebendarstellern, die haben Oscar gekriegt und die haben danach eigentlich nur noch Sachen gemacht, die nicht so toll waren. Ja, ganz merkwürdig. Ne? Ich denke da an Cuba Gooding Jr. zum Beispiel. Ich denke da nur an Cuba Gooding Jr. Ich denke auch an Adrian Brody, ich denke an Halle Berry, ich denke leider auch an Robin Williams, der danach dann so... Ja, gehen Sie mal ruhig durch. Nicht so schlimm. Nee, jetzt ja, genau. Das ist so ein bisschen jetzt wie bei 1917, weißt du? Kannst du einen Godzilla-Sound drunter legen? Wir sind im Little Nemo. Es ist normaler, verkaufsoffener Tag. Hier laufen Leute durchs Bild. So, wir wollen mal nicht so sein, ne? Der kriegt gleich richtig auf die Fresse. Richtig, ja. Von Gary. Von Thorsten. Aber wir können ja über die Oscars reden. Wir können ja so ein bisschen mal prognostizieren. Wir können mal so ein bisschen mal sagen. Bester Film nominiert, Once Upon a Time in Hollywood. Irishman, hast du den gesehen? Ja. Irishman geguckt. Parasite, 1917. Marriage Story, Jojo Rabbit. Joker, Little Women. Ford vs. Ferrari. Also auf Deutsch hieß der, glaube ich, Le Mans 66. Le Mans 66. Den hätte ich gerne gesehen. Ich habe ihn leider verpasst. Wer wird läuft noch im Kino. Du musst ihn nicht verpassen. Das weiß ich doch nicht. Thorsten, du bist so das Orakel. Wen wünschst du dir denn? Wer gewinnt? Wenn ich mir wünschen würde, wäre Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, ja. Oder 1917. 1917 reden wir auch gleich drüber. Ja. Parasite habe ich leider nicht gesehen. Ärgere ich mich sehr, dass ich den nicht gesehen habe. Ich auch. Habe ich mich auch. Und Ford vs. Ferrari habe ich nicht gesehen. Ferrari. Du musst nicht Ferrari sagen. Ferrari. Das ist ein italienisches Auto. Irgendwie habe ich im Pipi, dass Parasite überschätzt ist. Du hast den Film nicht gesehen, Gell. Ja, aber nicht aber Pipi, dass du überschätzt wirst. Was redest du da? Gary, mach nicht den Streeter-Fehler und rede nicht über Filme, die du nicht gesehen hast. Den Streeter-Fehler. Toy Story 4. Ich wünschte, ich könnte im neuen Star Wars in diesem Falle über Filme reden, die ich nicht gesehen habe. Aber ich habe ihn gesehen. Wir reden da gleich drüber. Ja, okay. Hör mal, Konfliktpotenzial, Leute. Wir haben viel zu reden. Das ist jetzt richtig viel. Lass uns mal. Once Upon a Time in Hollywood. Little Women läuft noch nicht in Deutschland. Greta Gerwig, freue ich mich sehr drauf. Und Parasite freue ich mich auch drauf. So, wer wird's denn? Wenn du mich fragst, schön wäre The Irishman, um nochmal oben schön den Deckel zu verschrauben und zu verkanten auf dem Lebenswerk von Kollege Scorsese. Scorsese. Einmal Spaghetti Scorsese. Ich sag, es wird 1917. 1917. Naja, ob es der beste Film dadurch wird, dass sie... kinematografische Kniffe anwenden, ist hier die Frage. Hast du den Film gesehen? Nein. Bitte was? Hast du den Film gesehen? Brauche ich nicht. Sehr Plakat, weiß Bescheid. Nein, jetzt ehrlich, du hast den Film nicht gesehen. Hast du den Film noch nicht gesehen? Entschuldigung. Okay, wir reden gleich drüber. Laumalocher. Wir reden aber gerade aus Chemnitz, die haben sich bereit gemacht. Ja. Aus Karl-Marx-Stadt? Aus Karl-Marx-Stadt, Pass auf, wir reden gleich über... Das war geil, ich war das Hotel ist Penta-Hotel und ich dachte mir, ja stimmt, der Penta. Super Idee. So, also 1970, wir werden abwarten. Wir werden sehen, wer gewinnen wird. Beste Schauspielerin. Hammer, das ist unsere Prognose. Muss man mal gucken, kann man von hier aus nicht sagen. Moment, bei den Globes hat doch Joker und Once Upon a Time in Mexiko. In Hollywood. Genau. In America. In America. Once Upon a Time in Time. Ja, aber wer hat da die meisten Globes abge... Once Upon a Time hat viel gewonnen. War ja auch gut. Aber es ist ja immer die Frage, Joker ist kein... Also je länger ich drüber nachdenke, desto weniger bin ich der Auffassung, dass Joker ein gut erzählter Film ist. Aber was wird denn passieren, wenn Joker wirklich den besten Film gewinnt? Also ich meine, Joker gewinnt nicht den besten Film. Udo, alles gut. Grüßt du Blanco Leute, die du gar nicht kennst? Doch, das ist Udo, Freund von mir. Natürlich. Kann ich doch mal grüßen. Hast du geguckt, wie der geguckt hat?
Ja, der ist auch ein bisschen. Das kennst du nicht. Hör auf damit, bitte. Die Leute denken, du hast einen an der Pfanne. Hör auf, Fremde zu grüßen, bitte. Ich sitze ja auch Dingen, noch hier dabei. Vor allen Dingen immer mit Udo. Die Frau, die ist gerade rein. Bei der alten Dame neulich. Neulich ging Franz Müntefering an mir vorbei. Ich, Udo. Alles ja, ganz ja. Komisch. So, pass auf. Also, es sind, also was ich toll finde an den ganzen Filmen, an dieser ganzen Auflistung, ist, das ist ja wirklich so extrem verschiedene Filme. Ja, das stimmt wohl. Jojo Rabbit würde ich mich natürlich total freuen darüber, aber er wird es, glaube ich, nicht. Nein. Ich glaube, dass es 1917 wird. Once Upon a Time in Hollywood hat auch große Chancen, weil es geht ja um Hollywood und Hollywood feuert sich ja auch immer gerne selbst. Wir werden abwarten müssen. Ist Parasite, ist das als ausländischer auch Film? Auch als ausländischer Film. Best International Movie yes. heißt ja. es jetzt. Ja. Und Best Movie. Und Best Movie. Und Best Movie, in dem Koreaner vorkommen. Ich drei. Trotzdem drei irgendwie ein komisches Gefühl. Ich habe total Bock auf den Film, aber er lief nur noch in Köln. Ich hoffe, dass durch die Oscar-Nominierung und falls er wann ist wird, die Oscar? Nach im Februar. Guck, wollen wir den bei mir im Kino gucken? Können wir gucken. Habt ihr Lust? Kakao, Kino, Leinwand, Kino, Gym? Kann oder? Ja, gucken wir. Okay. 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 Können wir ja, gucken. Ja. Gucken ja. Mal. So, pass auf. Beste Schauspielerin, Hauptrolle. Renée Zellweger, Judy. Lass mich doch erstmal. Renée Zellweger, Judy. Charlize Theron, Bombshell. Scarlett Johansson. Ja? Charlize Theron, Bombshell. Also. Scarlett Johansson, Marriage Story. Kommt aus Irland, da muss man erstmal drei Guinness getrunken haben. Little Women und Cynthia Erivo, Harriet. Harriet habe ich nicht gesehen. Keine Ahnung, Sonia Ronan. Tatsächlich nur einen Film gesehen, und zwar Marriage Story. Und Scarlett Johansson ist wirklich fantastisch. Scarlett Johansson ist wirklich fantastisch in Marriage Story, genau wie ja. Adam Driver auch. Mm. Ja, den habe ich leider noch nicht gesehen. Ganz fantastisch. Also echt? Guckt euch. Ist das nicht so ein total Downer? So ein nein, Film, der macht. Will man sich danach spontan scheiden lassen? Nein, oder? Nein. Er geht mit dem Thema sehr. Ich weiß. Humorvoll, aber auch sehr ernst. Es hat was Woody Allen-eskes, aber auch hat es hat was Gegenwärtiges. Auch und was Gegenwärtiges. Selbst meine 86-jährige Mutter hat gesagt, yo, das ist ein guter Film. Hat sie ganz, gesagt? Ja, die war ganz begeistert. Film. Marriage Story. Marriage Story. Es gibt eine Szene. Die hat ja Netflix jetzt. Die guckt drauf und runter. Also die hat Breaking Bad in drei Tagen durch. Also es geht wirklich darum, dass die beiden sich scheiden lassen. Und das ist natürlich ein Thema. Vergleiche wurden gezogen mit Kramer vs. Kramer und so. Und ja, der Scheidungsfilm. Ja. Ein Scheidung, ein unterschätztes Genre. Aber es ist auch ein schöner Film, muss ich sagen. Es wird, ja. Also auch, es gibt eine Stelle, wo Adam Driver singt. Das ja. ist also schöner als Cats, muss ich sagen. Okay. Hast du Cats eigentlich so jetzt mittlerweile? Darf ich dich noch darauf ansprechen? Mit einem Lötkolben habe ich mir die Erinnerung dann aus dem Präfrontallappen gekratzt. Wir reden da gleich noch drüber. Reden gleich noch drüber. Also Bombshell ist ja der Film, der erste über Film. Über den Roger Ailes. Ganz ne? genau, der erste Film zur MeToo-Debatte, wo übrigens. Charlize Theron sehr stark maskiert ist, also prosthetische Nase hat. Das sie kann ist, sie ja. Das kann sie ja, sie ist erst gar nicht zu erkennen, aber sie hat ja schon für Monster. Nasen tragen. Das ist ihr Motto. Also, wenn sie das kann. Also wenn die eins kann. Tragen. Hör mal, Latex trägt keine wie die Charlize. Silikonnasen. Also, keiner trägt bessere Silikonnasen. Nein. Charlize Theron ist echt eine Göttin. Also das ist eine Göttin? Ja, die ist aber einfach. Dick aufgetragen. Ne? Nee, das ist. Ich mag die sehr. Also, das ist. Die kann alles spielen. Die ist in Komödien, in albernen Komödien. Mensch, ärgere dich nicht. Solitär. Solitär, ganz genau. Morgan Freeman, die Biografie. Aber was heißt, Moment, was heißt, wenn du. Claymore. Was heißt denn, wenn du sagst, Charlize Theron ist eine Göttin? Wenn ich das sagen würde, wäre ich jetzt wieder Sittenstrolch, man. Wenn du das sagst. Ich habe jetzt gedacht, jetzt sagst du. Pass auf. Wenn ich das sage. Nein, wenn du das gesagt hättest, hättest du jetzt nach dem 8000. Mal eine Kaffeemaschine gewonnen bei ihm. Nein. Nee. Du stehst immer auf die jungen Weiber. Was? Charlize Theron ist What? Aber... Michelle Pfeiffer? Hallo? Ja, da stand es aber schon 1991 drauf. Ja, da eben, genau. Okay, das stimmt, richtig, ja. Oh, nein, Emma Thompson? Aber, ja, egal. Michelle Pfeiffer ist schon toll. Charlize Theron einfach... Aber Charlize Theron hat für Monster damals den Oscar gewonnen. Kriegt. Und da war sie auch sehr stark maskiert. Das würde ich hoffen. Ja. Ach so, weil der Film Monster hieß. Kann ich nicht sagen, Judy habe ich nicht gesehen. Also, aber was ich in dem Zusammenhang noch sagen möchte, ja. zu dieser Roger Ailes, weil es geht ja auch, Roger Ailes, das war der Chef oder der Präsident von Fox News. Ja. Und habt ihr das mitgekriegt, dass 20th Century Fox jetzt seinen Namen ändern will? Weil sie sich abgrenzen wollen von Fox News? Und wie wollen sie sich nennen? 20th Century. Ich finde das so scheiße. Ja. Weil erstens mal waren die ja nun mal wirklich eher da. Wie sollen sie 20th Century Cox nennen? So was ja. machen. Ja, das Porno-Leben. Übrigens gespielt von
John Lithgow. Ja, John Lithgow. Genau. Auch sehr Lithgow. Ich glaube, das Thema ist aber auch zweimal verfilmt worden jetzt. Ne? Einmal mit John Lithgow und Robin Hood? Nein, dieses Roger Ailes Me Too-Thema. Ach so. Ja. So, das kann man nicht oft genug verfilmen. So, bester Schauspieler, Joaquin Phoenix für Joker. Ja, Joaquin, ja, pass auf. Ja, ich bin noch nicht fertig. Adam Driver, Marriage Story, Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood, Antonio Banderas, Pain and Glory. Antonio Banderas. Und Jonathan Pryce für The Two Popes, die zwei. The Two Popes. Antonio Banderas. Das hört an wie so die zwei Pupsen. Also, pass auf, gehen wir mal nach Gönnen und nicht Gönnen, okay? Ja, da. Joaquin Phoenix. Joaquin. Joaquin the Line. Ja, Joaquin. Das wird heute ein langer Podcast. Ich nehme an, dass Joaquin Phoenix, an dem kann man schlecht vorbei, der wird ihn gewinnen. Adam Driver, weiß ich nicht, Leonardo DiCaprio hätte ihn dann natürlich verdient, er hat wieder toll gespielt und es hat Spaß gemacht zu sehen, wie ein Schauspieler spielt, der ein Schauspieler spielt. Hat er den Schauspieler schon einen Oscar gekriegt? Ja, für Revenant. Ja, dann kriegt er keinen mehr. Boah, Antonio Banderas. Nee. Was Phase. Kriegt er keinen. Antonio Banderas würde Tom Hanks hat zweimal hintereinander den Oscar gekriegt. Ja, Tom Hanks, das ist ja eine ganz andere Liga. Oh, Gary. Okay. Ja, Antonio Banderas würde ich dringend gönnen. Ja. Der ist durchs Tal der Tränen gegangen. Ist aber ein spanischsprachiger Film. Ja, das ist, viele haben den dann halt in Amerika nicht gesehen. Jetzt, ja, gut, aber den können nicht alle sehen. Wir stehen ja nicht im Internet oder auf Twitter ab, sondern ja, aber die Jury, die Leute, die abstimmen dürfen, das sind ja auch einige, die solche Filme. Ja, irgendwer hat ihn nominiert und ich würde es ihm gönnen. Gut. Jonathan Pryce halte ich für überschätzt. Ja. Ich finde Jonathan Pryce nicht überschätzt, aber ich denke. In diesem Falle, wenn du zwei Päpste hast, nehme ich immer Hannibal Lecter. Das ist ein schöner Kalenderspruch. Wenn du zwei Päpste hast, nimm immer einmal den Lecter. Sehr schön. Es wird Phoenix, weil ich finde, seine Performance ist, man kann jetzt zu Joker stehen, wie man will. Ja, aber, ja das, ich sehe das genau. Aber es ist die Performance, der Film steht und fällt mit Phoenix. Und es ist, der Film bietet dir auch nichts außer der Performance das stimmt, von Phoenix. Das ist richtig. Ja. So, bester Regisseur, Martin Scorsese. Ich würde sie mir so gönnen. Ja. Ich würde sie mir so gönnen als Deckel drauf Nummer. Ja. Ja, Quentin Tarantino. Naja, ich sag mal so, das Drehbuch ist an sich eine 6,5-stündige Unverschämtheit, ist aber trotzdem sehenswert. Ja, ja. Auf seine komische Tarantino-eske Art. Ich geb dir gleich Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Ich studiere Dual. Hast du mich Aal genannt, du? Pass auf. Bong Joon-ho für Parasite. Bong Joon-ho hat ja auch gedreht Snowpiercer und The Host. Snowpiercer war großartig. Und ist ein absolut fantastischer Regisseur. Gibt's eine Serie von Sam Mendes. The Host war total langweilig. Fandst du? Ja. Oh, ich fand ihn toll. Snowpiercer fand ich gut, weil ich dachte, es geht echt um Leute, die draußen in Alaska. Die Schneeschippen. Nein, die komm, einfach sagen, lass ihn den komm, ich mach, lass das, die sich im Schnee piercen Gary, lassen. Gary, pass mal auf, wenn er so ansetzt, dann lass ihn auch machen. Sie müssen in die Eiswüste, wenn sie einen Ring im Bauchnabel haben wollen. Das habe ich Dankeschön, ja, Dankeschön, gut. So. Es muss ja raus. Ja, nee, ne? Es muss ja raus. Ich merke, wie das wo soll es denn? Das ist, bei mir auch. Bei mir muss auch was raus. Das ist wie Verstopfung. Sam Mendes für 1917. Ja, würde ich und sagen. Todd Phillips für Joker. Ja. Ja, Todd Mendes. Phillips für Joker, nein. Nein. Hat er nicht verdient. Nein. Die Sau. Dreck. Schön, dass wir hier so. Nein, so, Quatsch. Nein, Todd Phillips ist ein guter Regisseur. Auf jeden Fall. Hangover sehr. Ja, Hangover unter Joker. Das ist ganz klar. Genau so dreht man Filme. Oldschool hat er, glaube ich, auch gemacht, ne? Oldschool, oder? Hat er auch Oldschool gemacht? Ja, ich glaube auch, ja. Ja, der war. Es ist Mendes. Was denn? Es wird Mendes werden. Mendes? Ich sag Mendes. Einfach schon wegen dem technischen. 1917. Ja, nee, ich hoffe, wie gesagt, es wird Tarantino. Er hat sich einen verdient. Er hat noch keinen, ne? Er hat noch keinen. Er hat noch keinen. Das ist natürlich ein Faktum. Und es soll ja sein vorletzter Film sein, was ich überhaupt nicht glaube. Nee, das glaube ich nicht. Was soll er sonst machen? Ach. Füße fotografieren oder was? Ja. Bester Schauspieler in einer Nebenrolle. So, jetzt wird es interessant. Jetzt wird's interessant ich weil sage euch, es wird Brad Pitt. Ja, Brad Pitt hat schon den SAG Award gewonnen. Ich lese mal eben kurz alle vor. Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood. Al Pacino, The Irishman, als Jimmy Hoffa. Joe Pesci, The Irishman. Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood. Und Anthony Hopkins, The Two Popes. Jetzt, hier, die ist es natürlich, pass auf, die große Frage. Brad Pitt wird es wert. Ja. Ich finde, es ist stark ikonisch und er reißt große Teile des Films an sich. Al Pacino ist ja nun, okay, ich sehe ihn gerne Eis essen. Joe Pesci. Wenn er nicht von Steve Graham gerade den Eisbecher weggeschlagen bekommt. Ja, genau. Ja. Und Joe Pesci ist einfach so, dass wenn der Fremden keine Schreibgeräte in den Hals rammt, dann kann ich mit ihm auch nicht viel anfangen als Schauspieler. Das stimmt doch überhaupt nicht. Kevin allein zu Hause, da war er großartig. Habe ich nie gesehen. Was? Den musst du sehen, der ist großartig. Jetzt, vor allem, wenn du The Irishman gesehen hast, musst du dir jetzt nochmal Kevin allein zu Hause angucken. Der Film ist richtig gut. Ja, toller Film. John Hughes. John Hughes, Chris Columbus. Ja, natürlich. Ja, okay. Absolut. Also Joe Pesci sagt, okay, Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood.
Nee, er hat es wahrscheinlich toll gespielt, aber nein. Anthony Hopkins würde ich würde es ihm auch noch gönnen. Es geht ja nicht darum, dass ich Ahnung habe, es geht darum, dass ich es ihm gönne. Ja. Ich denke, es wird Brad Pitt. Ich glaube auch. Hast du mitbekommen, was Brad Pitt gesagt hat bei seiner, übrigens eine sehr schöne Rede gehalten bei den SAG, bei den SAG Awards? Als was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, ja, ich muss auch sagen, es war halt auch eine schwere Rolle. Ist ein Typ, der kifft, sich das Hemd auszieht und mit seiner Frau nicht klarkommt. Und das, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch mal die Rede an von Brad Pitt. Das ist sehr, sehr, sehr charmant und sehr schön. Und ich gönn's ihm so sehr. Weil er nicht nur, hat er noch gar keinen Oscar? Der hat noch keinen Oscar, weil er nicht nur mit 56 unverschämt aussieht, sondern weil er auch einfach richtig gut ist. Unverschämt sieht er aus. Kleiner hängen unverschämt sie gut. Sie sehen aber unverschämt aus. Sie sehen aber unverschämt aus. Sie sehen unverschämt aus. Bruno? Ralf Richter sieht unverschämt aus. Okay. Ja. Best Actress in a Supporting Role, beste Nebendarstellerin. Laura Dern, Marriage Story, Margot Robbie, Bombshell, Florence Pugh, Little Women, Scarlett Johansson, Jojo Rabbit, Kathy Bates, Richard Jewell. Na, ich sag mal so, Kathy Bates sollte man meiner Auffassung nach mit Oscars zuscheißen, bis an ihr Lebensende. Wegen ist das, Misery? Ist das, oder weil sie einfach geil ist. Richard, weißt du, wer die Rolle abgelehnt hat, die Kathy Bates den Oscar gekriegt hat, damals für Misery? Morgan Freeman? Nein, Bette Midler. Oh. Bette Midler sollte oh, die Bette Rolle. Bette Midler hätte auch super gepasst. Hätte auch gepasst, ja. Aber sie wollte nicht und dann hat Kathy Bates die Rolle bekommen und einen Oscar gemacht. Bette Midler wäre einer, der zwei zusammenstehende Betten auseinanderschiebt, aber das stimmt überhaupt nicht. Nein, nein das stimmt nicht. Bette Vermittler ist das. Ist so. Laura Dern habe ich gesehen in Marriage Story, ist sehr gut. Margot Robbie habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, was mit Florence Pugh ist. Florence Pugh würde ich mir sehr... Wir haben Fighting with My Family gesehen, da spielt sie die Hauptrolle. Yes, please. Und sie spielt auch in dem Horrorfilm, der in Schweden spielt. So finster die Nacht, so kalt das Scheiß. Nein, jetzt der diesen Sommer... Midsommar. Midsommar. Da spielt sie auch? Da spielt sie auch die Hauptrolle, okay. Ja. Und sie spielt in Black Widow mit. Das wird auch ein Rohrkrepierer. Leck mich am Arsch. Abwarten. Nö, ja, mach ich ja. Ich glaube, dass es Scarlett Johansson wird. Udo. Ich glaube, dass es Scarlett Johansson wird. Ja. Einfach, weil sie dran ist. Ja. Okay. Ja, okay. Ja. Ja, schön. Gehen wir jetzt die ganze Liste durch. Ja. Wir gehen nicht alles durch. Best International Feature Film, da sind wir jetzt bei den internationalen Filmen, also bei den fremdsprachigen Filmen. Das wissen wir nicht. Es wird definitiv Parasite werden. Okay. Bestes adaptiertes Screenplay. Das ist interessant. So. Da wird es werden Jojo Rabbit, weil es originell ist und frisch und gut. Na, es geht um adaptierte Drehbücher. Es geht um Bücher, die es schon mal gab. Ja. Es geht um literarische Vorlagen. So, Jojo Rabbit ist genau wie der, ich sag mal so, der mit dem Wolftanz. Der mit dem Wolftanz oder der andere Hitler-Kaninchen-Film diesen Monat. Als Hitler als rosa Kaninchen. Genau, starb. Den ich leider noch nicht gesehen habe. Ich euch die Geschichte mal erzählt. Mit dem, du würdest mir jetzt die Geschichte von als Hitler das rosa Kaninchen starb erzählen. Haben Henry, wir so viel Henry Zeit. Kam, ja, ganz kurz. Henry kam irgendwann mal. Henry, ich weiß, wer? Er wird mich, Henry er Rollins? Wird mich, er wird, ja, Henry Rollins kam zu mir. Henry, dein sagt, Sohn, sag es immer. Genau. Leute, Serial Killer. Er war noch klein, das muss man dazu sagen. Und er war noch ein kleiner Seelen. Er wird sich jetzt so ärgern. Soll ich das machen? Ja, doch. Du hast. Und auf jeden Fall kam er nach Hause und meinte, Papa, du musst was für mich bei Amazon bestellen, das brauche ich für die Schule. Ich sag, was denn? Ja, so ein Buch. Ich sag, was für ein Buch denn? Das rosa Kaninchen Stahl. Ich sag, was? Ja, das rosa Kaninchen Stahl. Ich sag, Moment, das Kaninchen heißt Stahl? Dann habe ich natürlich eingegeben und sofort rausgefunden, als Hitler das. Ich sag, recht hat, du hast natürlich sofort einen Kaninchenstahl bestellt. Und dann zack, zusammen aufgebaut, in der Schule, 5-. Ein rosa Kaninchenstahl. Ein rosa Kaninchen. Sag, Henry, du hast da eine wichtige Person ausgelassen. Da war er noch klein, aber du hast es trotzdem im Internet bestellt. Irgendwas ist da nicht in Ordnung, was du mir bei der Geschichte erzählst. Nee, wir haben das dann tatsächlich im Buchladen gekauft. Also, aber ich habe es halt recherchiert im Internet. Okay, die peinlichste Geschichte dieser Woche. Ja. Ich fahre nach Berlin, richtig unangenehm, okay? Okay. Ich fahre nach Berlin, sitze in der ersten Klasse, gucke auf dem iPad Fleabag, das war sensationell, oder? Ja. Sensationell. Ja, natürlich. Hab beide Staffeln gesehen? Beide durchgesucht. Ja, okay, gut. Sitze da, hab die neuen Apple-Kopfhörer drin mit Noise Cancelling. Anmach, bumm, weg. Sind die Bob, gut? Sind die ja, gut? Die sind sehr gut. Empfehlenswert? Okay. Ja, ich hab's getragen. Und auch so günstig, aber sie sind wirklich gut. Ja. Ja. Und 2000? Egal. Wir sind bei Fleabag. Fleabag gut, darum geht's nicht. Ich hab Kopfhörer auf, guck Fleabag. Kennst ja, Metalltisch runtergeklappt, eine Flasche Cola hinterm iPad. Was? Metalltisch? Das ist Plastik, Entschuldigung. Jetzt nein, in der ersten Klasse sind die Tische, die runterklappt, sind Metall, glaube ich. Sie sehen aus wie Metall, das ist aber, glaube ich, so weit ist die Bar noch nicht. Okay, pass auf, steht eine Flasche Cola drauf. Genau. Steht eine Flasche Cola drauf. Ja. Sorry. Ich ahne guck es. Den Film. Nee, ist wirklich wahr. Ich gucke den Film,
Habe ich auch im Programm schon erzählt. Ja. Guck den Film. Kennst du Leute, die so Witze erzählen? Das ist ja kein Witz, das ist eine wahre Geschichte. Kennst du, guck den Film, kennt ihr den Film? Ich guck den Film, sehe in meinem Sichtfeld jemanden stehen und denk mir, ach, geht das wieder los. Ja. Ich bin ganz ehrlich. Du wirst nicht so gerne kontrolliert, oder? Nee, ich meine dieses, ach Leute so, erkennen mich. Dann soll ich einen Namen auf den Zettel schreiben, ja, oder ein Selfie machen. Ich denke mir so, drehe mich nach links, steht da in der Hocke Benno Fürmann. Schauspieler Benno Fürmann. Ja. Ganz attraktiver Mann. Ja. Und denke mir, wow. Und guck den an, hab die Kopfhörer an, du musst die Kopfhörer erst ausmachen, dann rausnehmen, überhaupt mal. Und in der ganzen Zeit denke ich, wie Benno Fürmann so, denke ich mir, okay, cool, dann frühstücke ich mal Benno Fürmann ab. Sowas wie, hey, Kollege oder so. Weißt du, ich war fest darauf eingestellt, dass Benno Fürmann zu mir sagt, ich finde super, was du im Humorbereich machst. Ich finde das fantastisch. Und ich sage, hey, kein Ding, ich fand dich auch toll in Anatomie oder so. Weißt du, so hatte ich mich darauf eingestellt. Ja. In 10 Sekunden. Man bereitet sich ja so ein bisschen. Ich Oberopfer und nehme die Kopfhörer raus und sage, hey. Und er sagt, ja, hören Sie, könnten Sie bitte Ihre Colaflasche, vibriert die ganze Zeit auf dieser Platte. Und tatsächlich, die Colaflasche habe ich mit Kopfhörern nicht gehört. Ich so, ja sicher. Und dann ging er wieder. Opfer habt da so. Ich super, so, die Benno Fürmann-Geschichte. Super, aber du hast, großartige Geschichte. Aber du hast Fleabag trotzdem genossen. Ja, sehr. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die gute Frau, sagen wir ihren Namen, Phoebe Waller-Bridge. Ich wollte es gerade sagen. Ja, Entschuldigung. Das ist die gute, Phoebe Waller-Bridge, selber gespielt hat. Sie ist Script Doktor für den neuen Bond, aber sie hat auf jeden Fall, sie wird bei den Dialogen mitarbeiten. Weil sie sensationell ist. Und ich habe gestern, das ist sehr schön, dass du jetzt Fleabag erwähnst, ich habe gerade gestern Killing Eve begonnen. Damit will ich anfangen. Die Serie, die sie geschrieben hat, und die erste Folge ist schon so fantastisch. Die erste Staffel hat sie geschrieben. Und es, die ganze erste Staffel, die zweite nicht mehr. Und es, ich sag mal so, es riecht wirklich nach ihr, die ganze, also es, ja, du hast wirklich, das ist wirklich, ich weiß nicht, war jetzt unschön formuliert, aber es ist wirklich, aber du merkst. Jeder Charakter, den sich das ausgedacht hat. Ist das nicht, du jetzt mal als Autor, ist das nicht toll, wenn man was sieht und man merkt, ja, Mensch, das ist von dem geschrieben. Doch, das finde ich toll. Das ist doch toll, das ist der größte Kompliment, genau, was man jemandem machen kann. Ja, absolut. Ne? So. Auch beim Streeter, da merkt man das sofort. Aber jetzt sagen wir mal. Nein, wirklich jetzt in echt. The Irishman ist basiert auf der Biografie vom. Er war 28 Jahre alt oder so. Do you paint houses? Ja, das ist genau. Die Frage, die Pacino ihm stellt, ganz genau. Ja. Jojo Rabbit ist ein Buch, Little Women ist natürlich ganz klar literarische Vorlage. Two Popes gibt es wohl auch ein Buch von, aber Joker? Naja. Was ist denn da die literarische Vorlage? The Killing Joke ist es nicht. Es ist gar nichts. Es ist gar nichts. Die literarische Vorlage ist Taxi Driver. Das ist aber nicht die literarische Vorlage. Das müssen Sie nicht. Also ich verstehe schon, aber ist wenn es eine literarische Vorlage ist. Im weitesten Sinne an eine pseudohistorische Figur angelehnt. Nee, aber es geht ja wirklich darum, dass sich nicht jemand. Da müsste man die Leute fragen. Ich frage euch, was ich nicht beeinflussen kann, da gehe ich auch nicht dran. Sorry, du kannst hier nicht so provokant fragen. Doch, aber genau, darum geht es mir jetzt. Steile Thesen. Ist es zum ersten Mal so, dass ein Oscar für eine Comicvorlage vergeben werden könnte? Und gibt es dieses Comic oder ist diese Vorlage, bezieht sich das auf alle Joker-Abenteuer, die es bisher gab? Das ist für mich jetzt die Frage, auf was bezieht sich das? Es gab nämlich keinen Comic zu Joker. Mhm. Er nimmt Motive aus. Lach mich doch jetzt nicht so aus, Gary. Ich meine das jetzt wirklich total ernst. Weil wenn wir Comics als Literatur begreifen, als neunte Kunst, dann müssen wir auch sagen, okay, Watchmen war eine 1:1 Verfilmung von Zack Snyder, von Alan Moore und von Dave Gibbons. Ja. 1:1. Der hat ja quasi den Comic, das Storyboard, was es ja schon war, abgefilmt. Also ich würde schätzen, das, was du vorhin gesagt hast, nämlich, dass sich das auf das Gesamtwerk vom Joker. Ja, aber dann muss man die Kategorie einfach auch ein bisschen definieren. Ja, ja. Okay. Bestes Originaldrehbuch. Marriage Story? Once Upon a Time in Hollywood, Parasite. Hör mal, wir arbeiten das hier durch wie um Katasteramt in Wattenscheid. Ja, wir sind aber auch, es kommt noch ganz viel. Es geht ja auch so ein bisschen darum, dass wir das Jahr 2019 ein bisschen Revue passieren lassen. So, Original-Screenplay. Lass uns ganz schnell machen. Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite, Knives Out, 1917. Knives Out. Knives Out. Ja. Definitiv. Ja, ja, ja. Knives Out. Großartig, fantastisch geschrieben.
Ja. Super konstruiert. Ja, das kann ich absolut unterschreiben. Thorstens Lieblingskategorie, bester animierter Film. Toy Story 4, How to Train Your Dragon, The Hidden World, Missing Link, I Lost My Body und Klaus. Nicht Udo, Klaus. Nee, ich hab nichts davon gesehen. Du hast immer noch nicht Toy Story 4 gesehen. Missing Link ist da so ein bisschen untergegangen. Der sieht sehr gut aus. Ja, der muss auch gut gerne sein. Sehen. Das ist Atmen, ne? Tatsächlich. Ist das Atmen? Das ist Atmen, ich bin mir ja, nicht sicher. Auf jeden Fall, ja. Ja, Toy Story, ne? Ich meine, ja, aber hat der Atmen nicht so eine scheißen langweilige Fußballgeschichte in dem Ding drin? Nein, das ist der andere. Das ist der Steinzeitfilm. Missing Link ist das mit dem. Du meinst jetzt nicht die tollkühne Hexe in dem Film? Nein, Gary, Quapp. Fußball, ich. Fußball, nein, es gibt dieses ja, ich weiß, was du meinst. Steinzeit, ganz genau, ja. Wo das Fußballspiel erfunden wird in der Steinzeit. Ach, das ist zwei Jahre her. Missing Link ist das mit Hugh Jackman spielt. Egal. Haben wir nicht alle gesehen? Ich habe nur Toy Story 4 gesehen, muss ich sagen, obwohl ich ein großer Trickfilm-Fan bin. Toy Story 4 ist natürlich für mich der Film des Jahres gewesen, aber ich glaube, dass es entweder I Lost My Body wird oder Missing Link, werden wir sehen. Okay. Dokumentarfilme haben wir alle nicht gesehen. Doch, lass mal sehen, weiß man gar nicht. American Factory, Edge of Democracy, Honeyland for Summer, The Cave haben wir alle nicht gesehen, weg. Bester Filmschnitt, Irishman. The Cave wollte ich aber gucken, aber ist egal. Okay, ja. Bester Filmschnitt, lass mich kurz sagen. Irishman, Ford vs. Ferrari, Parasite, Joker, Jojo Rabbit. Jetzt kommt die ganze Ford vs. Ferrari kriegt den besten Schnitt. Ja. Meint er, der macht einen Schnitt? Der macht einen Schnitt beim besten Schnitt. Bitte was? Ford versus? Nee, aber ich habe mir viele, viele Ausschnitte angeguckt und habe mit Kollegen geredet, die mir gesagt haben, wir hätten ihn gesehen und ihnen war danach so, sie hatten eine leichte Motion Sickness allein nach den Fahrszenen. Ja. Das soll sowas von gut gemacht sein. Ich fände das ja schön, wenn er noch leben würde, wenn Egon Högen Ford versus Ferrari so. Ja. Nasses Laub. Diese Fahrbahn ist nass. Jetzt kommt die ganze beste Kamera. Und du ziehst das echt durch. Ne? 1917, ja, ja. Roger Deakins, Once Upon a Time in Hollywood, Irishman, Joker, Lighthouse. Deakins hat letztes Jahr gewonnen für Blade Runner. Verdient auch. Mhm. Gedenken wir etwa 10 Sekunden mal dem Herrn Ballhaus. Herr Ballhaus, ja. Ja, lieber Herr Ballhaus. Dankeschön für alles. Mann. Danke für alles. Er ist schon ein paar Jahre tot. Ja, aber Ding ist, ich glaube, zwei. Ich glaube, wenn man 1917 gesehen hat, kann es nur Roger Deakins sein, oder? Ja. Also, da passieren Sachen optisch. Du weißt, das ist alles in einem Durchgang gedreht und es soll alles ein Ding sein, aber da passieren wirklich Sachen, wo du denkst, wie um Himmels Willen haben die das jetzt gemacht? Ja. Und wenn du dann weißt, sie haben ein halbes Jahr Planung gehabt, um überhaupt nur zu wissen, wo setzen wir jetzt die Kamera ein? Natürlich gibt es Schnitte, natürlich gibt es Überblendungen, wenn zum Beispiel einer durchs Bild läuft, wie hier vorne, wie gerade eben. Ja. Aber wir reden da gleich noch drüber. Also es wird Deakins, auch wenn er letztes Jahr schon gewonnen hat. Bester Song? I'm Standing With You, Breakthrough, habe ich nicht gesehen. Into the Unknown, Frozen 2. Frozen 2. Habe ich noch nicht gesehen. Habe ich auch nicht gesehen. Stand Up von Harriet habe ich auch noch nicht gesehen. I'm Gonna Love Me Again, Rocket Man, der im Abspann lief. Rocket Man fand ich ja fantastisch. Ja, wo ist der eigentlich? Wo ist denn Taron Egerton? Hier. Als? Ja, aber ich meine. Golden Globe gewonnen. Hat er gewonnen? Hat er gewonnen, ja. Ich habe gerade die Biografie gelesen von Elton John. Und ich habe sie von gehört. Von morgens bis abends. Ich habe sie auch gehört. Also nicht gelesen im Sinne von gehört ungefähr. Wer spricht ihn denn auf Deutsch? Du hast es auf Deutsch gehört, bestimmt. Ich habe es auf Deutsch gehört, natürlich. Und es spricht irgendwer, ein Typ. Okay. Ich habe sie nachgucken. Auf Englisch gehört und sie wird gelesen von Taron Egerton. Okay. Passt. Und sie wird natürlich eben im Deutschen gelesen von einem professionellen Sprecher. Ja, gut, ist Taron Egerton auch, aber im Deutsch von irgendeinem professionellen Sprecher. Und ich finde sie fantastisch. Ist toll, ja. Er hat ja geschrieben zusammen mit einem Rolling Stone-Kritiker, mit dem er gerne auch Schreiber. Und ist trotzdem fantastisch. Rocketman ist schmählich übersehen worden bei den Oscars. Völlig. Und deswegen denke ich, dass der Song. Schon die Arrangements der ganzen Songs, die Taron Egerton auch selber singt. Das war schon furios. Ja, also Rocketman. Goodbye Yellow Brick Road ist der beste Song im ganzen Film. Fantastisch arrangiert. Hab mich wegge. Du fandst ihn auch? Du hast ihn auch gesehen? Ich fand ihn haben super. Wir ihn zusammen gesehen? Nee, wir haben ihn nicht die zusammen Stelle, gesehen. Die Stelle, die mich am meisten und wo ich auch gar nicht drüber reden kann, ohne dass ich schon wieder Gänsehaut bekomme, ist I Want Love. Du kannst ja eben mit Gänsehaut sitzen, das stört ja keinen. Mach einfach. Sag die Stelle einfach, wir gucken uns eine Gänsehaut an. I Want Love. An. Wo Taron Egerton noch gar nicht, eigentlich gar nicht vorkommt. Und das I Want Love ist ja ein Lied, was erst in den 90ern veröffentlicht worden ist. Aber ja, chronologisch stimmt das nicht, aber er passt es seiner Vita an. Ja, er passt, genau. Und das ist eben den Fehler macht Bohemian Rhapsody halt. Da versuchen sie halt chronologisch durchzugehen und verhauen sich dann halt, indem sie Songs durcheinander werfen. Und den Fehler macht Rocketman von vornherein nicht. Mhm. Vornherein ist es ein Musical und da ist die Reihenfolge der Songs auch wurscht. Und ich hasse Musicals, aber das fand ich toll.
Das muss ich eher, aber Goodbye Yellow Brick Road war für mich wie so eine, genau wie Tiny Dancer. Auch Honky Cat, Honky Cat war toll und Saturday Night is Alright for Fighting, der Zeitsprung, ja. Wo er als Junge durch den Zaun geht und dann als Erwachsener raus. Wer noch nicht geguckt hat, unbedingt gucken. Rocket Film Man, reine Sperren. Definitiv so. Beste visuelle Effekte. Das ist die einzige Kategorie für die Avengers Endgame nominiert ist. Okay, Avengers Endgame wird die besten visuellen Effekte kriegen. Weil es auch einfach... Weil The Lion King ist als Werksschau bereits demonstriert worden, auch von Andy Serkis, dass es funktioniert und von Planet der Affen, dass wir es gut hinkriegen. Star Wars The Rise of the Skywalker, den Film, ne? Legen wir uns mal ganz kurz Irish, mal den Link. Irishman 1917, 1917 könnte es werden. 1917, beste visuelle Effekte. Ja. Weil du sie kaum wahrgenommen hast. Deswegen, ja, eben, genau. Und es waren ja sehr viele digitale Effekte dabei. Hast du den Abspann gesehen? Wurde ja sehr viel in Indien noch digital nachbearbeitet. Der Abspann ließ sich so ein bisschen wie das Telefonbuch. Nee, ich musste dringend pinkeln. Ach, Kuala Lumpur. Alle waren schockiert, dass ich irgendwie die Leinwand wurde schwarz und ich sprang auf und bin rausgerannt irgendwie und alle so völlig erschrocken saßen die anderen da. Entweder und ich musste strömen wie Hulle. Hugh Jackman. Kommt aus dem Grab raus von Logan, genau. Entweder musst du pinkeln oder schläfst ein. Das ist so ein bisschen anders. Nee, in letzter Zeit schlafe ich nicht. Mir wäre wichtig, dass nicht beides gleichzeitig passiert. Ansonsten mach wieder meins. Und dann noch so eine halbwarme Fleischwurst fällt ihm dabei aus der Hand. So. Bestes Produkt. Fritze, Leich. Auch da wieder bestes Produktionsdesign: Once Upon a Time in Hollywood, Irishman 17, Jojo Rabbit, Parasite. Puh. Ja, okay. Bestes Produktionsdesign, zeig nochmal. Once Upon a Hollywood. Das wird Once Upon a Time in Hollywood, weil da selbst Buchläden haben 70er-Jahre-Bücher reingestellt, du siehst sie gar nicht. Ja. Das ist halt schon Produktionsdesign auf jeden Fall. So, jetzt haben wir diese ganzen Sachen wie zum Beispiel. Best Make-up Hairstyling. Best Make-up Hairstyling. Make-up und das wird Maleficent. Glaube ich auch. Weil das einfach gut gemacht ist. Ja, muss man sagen. So, das ist jetzt eine Kategorie für Best Thorsten. Costumes, ja. Beste Kostüme. Finger weg, ich bin am Lesen. Mann, Gary. So. Bestes Kostümdesign. Once upon Bestes a time. Kostüm. Lass mich kurz sagen. Once upon a time, Hollywood, Little Women, Irishman, Jojo Rabbit, Joker. Go. Ja. In vielerlei Hinsicht kann es Joker nicht werden, weil wir da nichts haben außer abgetragenen 70er-Jahre-Klamotten oder 80er-Jahre-Klamotten. Aber das muss man erstmal hinkriegen. Nee, muss man nicht. Nee? Das ist nicht die Epoche, auf die es ankommt. Weil du dir da verhältnismäßig aktuelle Bilder angucken kannst und sagen kannst, okay, die Leute versuchen es ja auch immer über eine Bildsprache. Lederjacken symbolisieren dies, das. Es wird Once Upon a Time in Hollywood, weil es unglaublich schwierig ist, das authentisch rüberzubringen und weil es unglaublich schwierig ist, das so schön zu fotografieren, wie sie es gemacht haben. Weil wenn ich jetzt die Augen schließe, weiß ich genau, dass das Brad Pitt trägt braune Wildleder-Mokassins den ganzen Film die Schuhe, über. Ja. Ja, und eine Jeans und dazu ein T-Shirt, über dem T-Shirt ein Kurzarmhemd. Und ich kann das Gelbe. Ja, das ist ikonisch, was er trägt tatsächlich. Da hat irgendeiner extrem drüber nachgedacht. Und auch was Leonardo DiCaprio trägt. Ja. Das ganze Kostüm als Schurke, das er tragen muss. Der Schnäuzer, Wildleder-Fransenjacke. Das wird ganz viel Kostüm thematisiert auch. Es geht die ganze Zeit nur um Kostüme. Es geht eigentlich darum, dass die beiden als Kumpels, das ist ja auch immer so die Frage, wieso kriegt er ist er nominiert für die Oscar als Hauptrolle und Brad Pitt nur für die Nebenrolle, weil ich fand, beide haben eine Hauptrolle gespielt. Beide waren absolut gleichwertig. Ja, genau, aber wie auch bei Brad Pitt ist sie direkt als die Nebenrolle verkauft worden. Ja. Das ist ja genau der Punkt. Dafür hat Brad Pitt hat einfach mehr Screentime. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Ich habe sie durchgemessen, aber das ist mein Gefühl. Ja. An den Schuhen kann man sehen, wie die beiden drauf sind. Brad Pitt trägt diese Mokassins. Genau, und du siehst, nicht nur das, also du siehst es an vielen Sachen. Du siehst auch Kostüm, er zieht sein T-Shirt aus. Diese Szene hatte keinen Sinn. Er steht auf dem Dach. Och, da waren einige Frauen im Kino, ja, die natürlich fanden das richtig gut. Ja, ich fand es auch toll, aber darum geht es nicht. Er repariert ihm seine Fernsehantenne, dann zieht er sich erst Handschuhe an. Als er die Handschuhe anhat, zieht er sich das Hemd aus und mit diesen fetten Handschuhen fummelt er sich dann eine Zigarette aus der Schachtel. Das ist vollkommen sinnbefreit, um sich dann daran zu erinnern, wie er gegen Bruce Lee gekämpft hat, ja, was stimmt. Vielleicht die beste Szene im ganzen Film ist. What? Und
Ja. Komm, das war super. Ey, war super. Was nein. Bruce Lee für ein Bullshit von sich gibt. Das hat er wohl auch. Naja, komm, wollen wir jetzt auch. Ja, echt. Du bist gleich vor die Tür. Kurt Russell, euch gleich das hat alles eine gewisse, das ist eine beiläufige Eleganz. Das hat mir am Film gefallen. Aber der Film wurde von meinem Gehirn auch gestrafft auf 1:30. Traditionell bekommt bestes Kostümdesign ja eigentlich immer so ein Period-Drama in das Little Women. Also da. Period-Drama, ja, aber weißt du, Once Upon a Time in Hollywood ist ein Period-Drama. Und da sind genug sehr Leute, gut, die nachvollziehen können. Ja. Wie die Mode der 70er war oder die Nicht-Mode. Dann kommen die ganzen technischen Oscars, Best Sound Mixing, Best Sound Editing. Jetzt habe ich jetzt nur noch ausgedruckt, beste Filmmusik, Best Original Score. Ja. 1917, Thomas Newman, Joker, Hildur Gornatorduri. Der ist tolle Musik, ja. Little Women, Marriage Story. Alexandre Desplat, der macht halt ganz, ganz tolle Musik. Ich mag fast alle Scores von dem. Marriage Story habe ich nicht gesehen, aber hier Hildur aus von Dutir wird ihn wohl kriegen, weil er ja, sie haben ja diese Joker-Szene improvisiert, wo er auf dem Klo diesen Tanz macht. Das habe ich ja, ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe, da hieß es dann, der hat diesen Track erst geschickt an unseren Kollegen, der den Film macht, der hat gesagt, guck mal, den habe ich neu geschrieben. Da haben sie ihn vorgespielt und Joaquin Phoenix hat dazu getanzt und das ist an einem Tag entstanden mit völlig neuer Musik. Und ich denke, dass das diese Musik wird, weil ich glaube, dass die ganzen Hildurs und Gottfredius und so, die werden die Filmmusik auch langsam noch mehr durchwirken und anreichern, die machen schon tolle Musik. Also ich liebe Randy Newman und ich fand seinen Score auch super für Marriage Story, aber er wird es nicht werden. Ja, okay. Also, aber ansonsten ist Randy Newman für mich. So, das war jetzt mal im Schnelldurchlauf. Ja, Schnelldurchlauf ist so. So, meine Lieben. Das war der Schnelldurchlauf am Arsch. Udo. Ja, alles klar. Dieser Podcast wird gesponsert von Udo. Udo. Übrigens, es gibt einen sehr, sehr schönen Podcast von. Es gibt ja diesen Film, ne? Udo. Mark, den haben wir noch nicht, den habe ich auch noch nicht gesehen. Nee, du meinst, mach dein Ding. Ja. Es gibt einen sehr schönen Podcast von dem Kollegen Mark Maron. Ja. Mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio. Kollegen. Ja. Das sind unsere Kollegen. Ja, das ist ein Komiker, ein Stand-Up-Komiker. Das ist also ein Kollege von uns. Klar. So. Reden wir kurz über die Trailer. Als wir unseren Podcast in Hamburg aufgenommen haben, kamen zwei Trailer gerade erst raus, über die wir noch nicht sprechen konnten. Channelst du gerade deinen inneren McConaughey? Ja, ja, genau. So, bitte. Wonder Woman? Ja, 1984. Ja. Indem wir zum ersten Mal den unsichtbaren Jet sehen, oder sehen wir ihn nicht, Gary? Hä? Sie sitzen auf jeden Fall in einem Jet. Echt? Tatsächlich? Ja. Kann ich mich nicht dran erinnern. Startet mit der neuen technoisierten Version von Blue Monday. Die super ist. Die wir auch schon in Atomic Blonde gehört haben auf jeden Fall. Chris Pine ist wieder da. Wie durch ein Wunder. Ja. Ja, Chris Pine. Es musste eine Pine auch für ihn gewesen sein, weil eigentlich war er tot. Eigentlich war er tot, ja. Was sagen wir? Gary, du als großer Wonder Woman-Fan. Echt, ohne Scheiß, ich kann mich an den Trailer gar nicht mehr erinnern. Also ist komplett an mir vorbeigeflogen. Er ist tolle Bildsprache, schöne Kostüme, auch wieder recht liebevoll das Ganze eingefangen. Blue Monday, das Thema finde ich sowieso fantastisch. Wie findest du die goldene Rüstung von ihm? Auch, ich finde sowas immer gut. Aber ich muss dir auch leider sagen, dass auch der Trailer, auch wenn er 20 Minuten lang wäre, würde er mir kein Bild davon verschaffen, worum es geht. Nee. Also null. Ich finde ja schön, dass Pedro Pascal so ein bisschen aussieht wie Trump. Ja. So ein bisschen. Ja. Es gibt im Trailer, man sieht das Kapitol in Washington und als nächste Szene sieht man eine Mauer einstürzen, also die in einem Grenzgebiet. Ich weiß nicht, ob es der Gazastreifen ist oder irgendwas. Es gibt da schon mittlerweile im Kino so subtile Anspielungen. Subtile Anspielungen. Also okay. Das ist ein Film, der auch, sag mal so, die Stranger Thingsierung, wenn ich das mal so nennen darf, also diese 80er Jahre Retro-Sache auch sehr bedient. Genau wie Ghostbusters Afterlife, der Achtung auf Deutsch heißen wird Ghostbusters Legacy. Hier in Deutschland. Ja. Deutsch. Ja. Auf Legacy Deutsch. Auf Deutsch. Legacy auf Deutsch. Das war meine Intention. Also da weiß doch keine Sau, was das heißt. Also, ja. Wahrscheinlich, weil Afterlife wieder. Legacy ist ein Vermächtnis, ne? Ja. So. Ja, ja. Ja. Also eine Sau weiß es. Ich habe lange gebraucht bei Hereditary, diesem Horrorfilm. Ich konnte den lange nicht aussprechen mit dem Kopf. Wo sie jetzt, also war einmal der Film mit dem Kopf. Der Film mit dem Kopf, wohl ein Missgeschick auch. Ich fahre nicht nach Hause. Doof, ne? Guck mal. Fein. Ist der gut? Was? Ist der gut? Ja, ja. Der ist schon gut. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ja, kannst du auch gerne haben. Ja, du kennst mich ja, du kennst mich ja als Schisser. Kann ich den Film alleine gucken? Nein. Okay, gut. Danke. Kannst du nicht. Oh, danke. Kannst Hereditary nicht alleine gucken. Das ist wirklich, wo du denkst... Der ist auch... Also, nee, lass mal... Ghostbusters Afterlife. Beschissen. Komisch, ne? Komischer Trailer. Gary. Ja, also ich war... Was ich erstmal gut fand, ist, dass der wirklich so komplett mit meinen Erwartungen so gebrochen hat. Ja. Und Erwartungen gebrochen. Er hat gebrochen gesagt. Weißt du?
gut, dass ich nicht gesagt habe, dass er mit meinen Erwartungen gepoppt hat. Haha, er hat gepoppt gesagt. Nein, aber... gewemst. Udo. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich meine, was mich so ein bisschen genervt hat, dass ich jetzt diesen, wie heißt der, Finn Wolfhard? Finn Wolfhard, ja. Ja, der ist mir so ein bisschen überpräsent. Das, was du vor gerade allem gesagt hast, in 80er Jahren. Stranger Things. Ja, ja, genau. Also den haben wir jetzt, das ist immer der Typ, der jetzt gecastet wird für irgendwelche komischen Teenager. Nein, ist auch gut, aber es ist, erstmal ist es ja so, dass der Film in irgendwie in Oklahoma oder in Virginia spielt. Ja, das finde ich gut. Also Finn Wolfhards Gesicht sollte man jetzt mal 5 Jahre lang entlehnen. Lehren. Der, wenn er nicht permanent für irgendwelchen paranormalen Shit steht, können wir euch weiterhelfen? Warte, okay. Ja. Ich bin trotzdem neugierig, Jason weil Jason Reitman Regie führt, der Sohn von Ivan Reitman. Und das ist ein guter Filmemacher, den ich sehr schätze. Und von daher bin ich gespannt. Ich bin vorsichtig optimistisch, sagen wir mal so. Ja, gut, vorsichtig optimistisch, okay. Ich bin vorsichtig neutral, ohne gleich die Giftspritze auszupacken. Aber ich halte dieses Ganze, das ist jetzt die neue Pest des neuen Jahrtausends, ist. Retro. Ja, Retro ist ein noch zu nettes Wort dafür. Es ist mehr so Leichenfledderei. Ja. Das hätte ich gerne als Klingelton, diesen Sound. Hat der seine Heizung entlüftet oder was? Das ist einfach so. Widerspricht dem Streiter. Es gibt zwei Geräusche, die ich aus diesem Podcast mitnehme. Das ist dieses Geräusch und das ist diese vibrierende Cola-Flasche auf jeden Fall. So. Aber du hast ja recht. Paul Rudd? Ich meine, Der Paul. Also, zum Beispiel, als ich gehört habe, dass Paul Rudd da mitspielt in dem Ghostbusters, da habe ich gedacht, oh geil, der spielt bestimmt diesen Wankman-Charakter, ne? Und aber dann spielt er plötzlich eine ganz andere Rolle und das finde ich dann wieder interessant. Ja. Die 70-jährigen Kaltmamsell und man ist schockiert, aber Hauptsache Finn Wolfhard ist dabei. Da denkt man gleich Stranger Things. Wir werden den Film abwarten und mal gucken, wie es wird. Ich möchte vorab den heute Mittag gezeigt kriegen, sonst kann ich mir kein Bild machen. Ghostbusters-Fans sind ja auch so ein bisschen hardcore, so wie ähnlich auch wie Star Wars-Fans. Auch so fundamental. Muss man mal so ein bisschen abwarten. Ja. So, Fargo 4. Ja, da habe ich zuerst gedacht, es wären Superhelden. Fargo 4 und dann dachte ich, ach so, das ist der vierte Teil von Fargo. Ich habe gedacht, ich sehe jetzt irgendwie die siebte Staffel von Boardwalk Empire, weil es ja auch später. Mhm. Chris Rock in einer ernsten Rolle. Hallo, Herrschaften, nicht schlecht. Ich fand Fargo, erste Staffel fand ich großartig, die zweite fand ich auch gut. Bei der dritten, da bin ich in der Mitte irgendwann ausgestiegen. Das ist die mit Ewan McGregor, mit der Doppelrolle. Ewan McGregor, der würde ich aber nochmal eine Chance geben. Und hier, ich meine, ich bin ja immer neugierig, wie diese Geschichten oder diese Zeitebenen, wie die alle so miteinander verwoben sind. Weil da muss es ja irgendwie einen Zusammenhang geben. Du meinst, das UFO kommt? Endlich wieder? Ach so, rasch, ja, stimmt das kam das UFO doch. Fargo Staffel 1 war großartig. Weißt du noch, die zweite? Wir spoilern jetzt einfach. In der zweiten Staffel kam am Ende das UFO und alle so, what the fuck? Möchte, dass Billy Bob Thornton wiederkommt. Oh, der war auch Staffel 9. Super. Wollen Sie das wirklich? Wollen Sie das wirklich? Ja, im Aufzug, genau. Wollen die Szene. Wollen Sie das wirklich? Ja. Bisher haben Sie uns bisher... Auch die Fahrzeugkontrolle. Das war auch fantastisch. Bisher haben Sie uns mit Fargo nicht enttäuscht. Jason Schwartzman ist dabei. Dann ist Ben Whishaw noch dabei. Es hat alles so ein bisschen was Provision. Ich komme jetzt nicht auf den Namen von dem Macher, aber der ist ein super. Es sind auf jeden Fall diesmal Schwarze gegen Italiener. Und deswegen hat das so eine leichte Boardwalk Empire. Ja, Anmutung. Okay. Morbius, pass auf. Habe ich als Charakter der Sinister Six nicht auf dem Zettel gehabt? Ich auch nicht. Jared Leto, muss man dazu auch sagen, ist für mich so ein bisschen ein Rohrkrepierer der letzten 5 Jahre. Ja. Ich finde, es ist immer alles sehr Jay. Blade Runner war gut. Was hat er da gemacht im Blade Runner? Er hat sich selber gespielt für 8 Minuten, indem er der langhaarige, ätherische, durchtrainierte, mimisch unbewegliche Obermotz war. Wusstet ihr, wer für diese Rolle angefragt war? Wer jetzt? Morgan Freeman? Nein, für die Rolle, die Jared Leto gespielt hat in Blade Runner 2019. Nee, David Bowie. Ah. Konnte sie aber nicht wahrnehmen, weil er gestorben ist. Ja. Ist auch eine gute Entschuldigung. Gut, da achten die bei anderen Filmen auch nicht drauf. Ich glaube aber auch nicht, dass er es gemacht hätte. Hm. Weil er war da schon sehr zurückgezogen. Ja. Er immerhin hat den Tesla gespielt. Aber jetzt sag mal, ich habe Morbius auch nicht auf dem Schirm gehabt. Dann kommt Beethoven für Elise die ganze Zeit vor. Super. Was toll ist. Ja, fantastisch. Aber dann hat er ja diese Erfahrung mit den Fledermäusen. Ist er nicht der Original Batman? Warte mal, ich wollte drauf, ich baue gerade auf Batman, aber du sagst es schon. Ja. Ist es der Marvel Batman?
Was ist denn das eigentlich, Morbius? Das ist ein Vampir, das ist eher der Marvel Man-Bat. Okay, das ist schön. Ja, das ist ein Vampir und der ist bei den Sinister Six und glaube ich, ja. Und ich habe den nie so am Zettel gehabt, ja genau. Sinister heißt eigentlich linkshändig, wenn man sich's recht überlegt. Sinistra. Ja, ja, stimmt. Und linkshändig steht halt für verschlagen, okay, und düster. Ah. Mir ist in der Schule nicht abgewöhnt worden, deswegen ist das so. Nur, dass ich euch da mal wieder was dazugelernt. Er hat schon wieder diesen Sound gemacht. Und gefällt mir gut, natürlich, da steht da in dieser Druckluftkabine und die Fledermäuse umkreisen ihn und ich rufe nach Christian Bale. Haben wir schon aber gesehen? Die Musik, ja, ja, hat mir gut gefallen. Dann möchte ich sehen und dann kommt zum Schluss Batman. Ja, ja, zum Schluss kommt Batman, und sagt so, what's up, Doc? Ja, what's up, Doc? Und ich denke mir, ja, habe mich gefreut, wie das selten der Fall ist bei solchen Sachen. Michael Keaton steht am Ende da. Der Condom Man. Nee, Condom, Alter. Der Geier. Der Geier. Vulture. Vulture. Ja, genau. Der kam. Nicht Batman. Achso, Batman. Achso. Ja, ist ja gut. Willkommen beim Filmpodcast. Ist ja gut. Entschuldige bitte, wenn wir jetzt hier nach DIN-Norm vorgehen, dann sag doch einen Ton. DIN-Martin-Norm. Ja. Ja. Aber es ist auch wieder wie mit Venom. Ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt, wirklich. Und ist die Frage, ob das jetzt sein muss. Ja, aber ich glaube, wenn die Sinister Six sich jetzt langsam mal zusammenbauen, das wäre ich ja ganz charmant. In den nächsten 15 Jahren. Venom, weil keine Ahnung, ob der dazu gehört. Ich glaube, da gehören andere Leute dazu, die wir gar nicht auf dem Zettel haben. Ja. Die WC-Ente. Eine Frau, die kennen sie nicht, aber... Wie ist der Bär, der Hustinettenbär? Der Hustinettenbär, da kommt der Husi. Ich habe immer so geweint, wenn der kam. Echt? Alter. Hast du Angst gehabt vor dem? Grüner Bär, komm mal klar. Ja. Die Tür ich hatte auch Christen. Der Perwollbär war auch schlecht. Ich fand aber viel schlimmer diesen kleinen Drecksbären, der die Milchkanne getragen hat. Bei Glücksklee-Milch. Ja, der Bär, der. Wie kann ich sagen, kleine fucking Bär, zwei volle Milchkannen. Wie? Nichts geht bei Bärenmarke. Bärenmarke im Café. Ja, was habe ich gerade gesagt? Bärenkante? Bärenkante. Da sind Kinder drin, verstehst du? Chinesische Kinder, die mussten das Bärenkostüm anziehen, ohne Luft. Oder man wusste, Davis. In 40 oder Kenny Baker. In 40 Sekunden wird der Bär ohnmächtig. Dreh schnell. Jetzt nimm die beiden schweren Milchkannen. Das war ganz schlimm. So, ja. Kurzer Ausblick. Ich freue mich sehr auf Picard. Auf die neue Star Trek-Staffel mit Patrick Stewart. Muss man kommen lassen. Ist auf Prime. Müsste, ich hab's halt noch nicht gesehen. Prime. Reden mal mit. Yesterday ist auf Prime. Gestern? Gestern war es da. Ich komme aus Chemnitz. Okay. Die haben sich bereit gemacht. Und dann habe ich gesehen, also, dass es auf Prime ist. Ich werde es auf jeden Fall mir angucken als großer Next Generation-Fan, nachdem ich Star Trek Discovery die zweite Staffel ein bisschen unterfordert hat. Worauf ich mich total freue: Netflix. Uncut Gems. Mit Adam Sandler. Ungeschnittene Gemsen? Ja. Was heißt denn das? Uncut Gems sind Gems, sind Juwelen. Gems heißt das. Gems, ja klar. Gems, das spielt ja im... Das soll geil sein. Da habe ich einen Trailer von. Das muss super sein. Also die Kritiken überschlagen sich gerade. Adam Sandler in der Rolle seines Lebens. Er macht ja zwischendurch richtig tolle Filme. Ja, Der kann schon was. Der kann was, ja. Das Problem ist, was heißt tolle Filme? Was Adam Sandler macht ist... Er zieht diesen Waterboy... Ja. Diesen Waterboy, diesen düsteren, leicht nach Urin riechenden Waterboy-Schleier zieht er in jede seriöse Rolle mit rein. Da ist nichts. Da muss er halt gucken, da wird er noch ein paar Jahre brauchen. Wir haben schon mal drüber gesprochen und ich glaube, die Schlussfolgerung war, man darf Adam Sandler nicht lassen. Er braucht eine gute Regie, wie zum Beispiel auch in der Netflix-Geschichte mit Adam Sandler. Und mit Dustin Hoffman, wo Adam Sandler, nicht Adam Sandler, Ben Stiller, wo Ben Stiller und er zusammen zwei Brüder spielen. Ja. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Ja, mit Dustin Hoffman. Ganz genau, da ist er auch sehr, sehr gut. Den fandest du doch auch so super, ne? Ich fand den auch gut. Okay. Irgendwas mit Diaries, wo Emma Thompson auch mitspielt. Welchen Film haben wir da mal zusammen in Berlin gesehen mit Adam Sandler? Spanglish. Ja, Spanglish. Da war auch gut. Der war komisch, hatte aber eine super tolle Schauspielerin, super hübsche Schauspielerin. Von der man nicht mehr viel gehört hat. Nee. Und aber ein geniales Sandwich-Rezept, was man sich im Internet... Stimmt, ja, richtig. Habe ich nachgekocht und meine Güte, nee. Du hast ein Sandwich nachgekocht? Ja, also komplett nachgebaut. Du hast die untere Toastscheibe genommen einfach.
Nee, das war kein Toast. Das war schon. Also Spenglisch. Was war das denn? Wenn das kein Toast war, was war das denn? Ich weiß es nicht mehr. Es ist jetzt schon zu lange her. Spanglish. Aber es war super, super lecker. Kann man auf jeden Fall mal wieder. Es war ein komischer Film, war das irgendwie. Ja. Ein merkwürdiger Film. Ja, aber ich freue mich extrem auf diesen Film. Der muss gut, richtig okay. Gut. So, jetzt gehen wir mal die ganzen Filme durch. Jetzt, okay, cool. Nach einer jetzt Stunde. Jetzt geht's los. Point, in dem Moment. Nach einer eine Stunde. Okay, pointiert. Pointiert. So, Underground 6. Auf Netflix. Michael Bay. Underground 6. Da habe ich großen Spaß dran gehabt. Mir war zwischendurch ein bisschen übel. Mir auch. Ein bisschen schlecht. Die Musik war recht liebevoll inszeniert. doch, war sie. Also, die Verfolgungsjagd durch Florenz. Ja, die. Also, die wo Leute gut. Gegenfahren, Leute fliegen durch die Windschutzscheibe und werden aufgespießt. Ja. Das war natürlich toll inszeniert. Gleichzeitig muss man sich fragen, warum da permanent Unbeteiligte genagelt werden. Auch das war die Kernaussage der Verfolgungsjagd. Fußgänger sind da mal so richtig schlecht bei weggekommen. Was hat also ich fand, ja, das ist ja die These von, die ganze ich weiß, Geschichte worauf war, du hinaus willst. Die ganze bitte, Geschichte gerne. War wirklich beschissen erzählt. Ja, nein, ja. Also ganz einfach beschissen erzählt. Ja, da konnte auch Ryan Reynolds konnte da nichts mehr retten. Nein, warum? Mir kam da der Film, Ryan Reynolds vor, der fragt nicht so. Ja, so. Mir kam der Film unheimlich kalt vor, also in keinster Jeremy Weise Irons hätten sie dafür nehmen in sollen. Keinster Weise witzig. Die Action natürlich nein. Wieder fulminant inszeniert. Nein, aber die Action war nicht fulminant, die Action doch. War schlecht nein, inszeniert. Nein, die Action war gut ach, inszeniert. Weiß ich jetzt weißt nicht. Du, wenn du, ich meine, ja, aber das erwarte ich von Michael Bay. Ja. Genau das erwarte ich von Michael Bay und das habe ich auch gekriegt. Aber alles andere, das lässt einen total kalt. Mhm. Also weißt du bist ja immer so schnell mit Style over Content. Das war Style over Content. Absolut. Ich meine, natürlich ist Mission Impossible jetzt eine ganz hohe Marke, wenn wir an Action und an Inszenierung. Ja, Mission Impossible ist ja gegen Schindlers Liste. Also. Ja, aber zum Beispiel, der Film spielt ja in zwei. Mission Impossible hat sinnvoll und stimmig eingebundene Actionsequenzen, die immer aus einer Not heraus, immer aus einem Kontext heraus nur, entstehen müssen. Das war einfach und nur auch, beim, auch einfach handgemacht und das aber, war, und es, bei einem Beispiel. Es wird einfach nur. Sie knallen durch Florenz. Wie die Beschmierten. Und dann nehmen sie Nummer 5, oder wer das war. Dieser Parkour-Typ. Ja. Der was, oben ben auf der da Kathedrale ben steht. Der ben was soll das? Ja. Damit er runterläuft. Sag mal, wo seid ihr denn jetzt? Ja. Ich kann euch nicht sehen. Ja, dann nimm dir ein Handy, du Ficker. Du musst dich ja nicht auf die oberste Kathedrale stellen, nur weil das kannst. Ja, weil er runterlaufen kann. Das war, ja, aber das war symptomatisch für alles. Genau. Und das war auch die Geschichte. Schon die Geschichte zu sagen, ja, wir bringen uns alle um, dann kennt uns keiner mehr. Es könnte auch reichen, wenn man lebt als Tarnidentität und einfach sagt, ich war das nicht. Ja. Aber man kann natürlich auch so machen, dann aber ohne Masken und sich nur niemand rein. Auch diese junge Frau, die da die Ärztin gespielt hat, die haben wir überhaupt nicht kennengelernt. Die hat die überhaupt nein, was gesagt? Wir haben niemanden kennengelernt, deswegen funktioniert das der Humor nicht. Und das ist der Punkt, ich glaube, da wollte Hennes vorhin drauf hinaus, was hat der eigentlich gegen Menschen? Michael Bay. Was? Und das ist tatsächlich das, was Patrick H. Willens in seinem super Video-Essay über Michael Bay, der hat halt rausgefunden, der hasst Menschen. Und das kommt echt, das kommt da das so glaub rüber. Ich nicht. Ich glaube, bei ihm ist das so, dass der Actionsequenzen, der hat Storyboards, der hat einen Arsch voller Storyboards, die stapeln sich jetzt an die Decke. Und dann sagt er, pass auf, wir müssen hier die Handlung einkürzen, sonst dauert das zu lange bis zur Explosion. Und dann gucken wir da reden, aber ich finde, wir sollten da 2 Minuten rausnehmen, weil dann haben wir das schon die Schnellbootjagd. Und so entstehen bei dem Filme. Ja. Aber ich kann auch wirklich, ich konnte auch nichts genießen, weißt du, weil alles nur geschnitten. Und wenn du in so Städten bist, zum Beispiel, wenn wir mal von Mission Impossible zu James Bond gehen, da gibt es ja dann immer Szenen, die in ganz bestimmten Weltstädten spielen, genau. Wie in Istanbul und so weiter. Und da bist du in Florenz, in einer wunderschönen Stadt. Dann bist du in Hongkong, auch eine total tolle Location. Ich sag nur Batman The Dark Knight. Ja, Halfway to Hong Kong hieß der Track dazu. Unfassbar inszeniert. Ja. Ja, ganz toll. Und dann bist du in diesen Städten und du siehst von den Städten eigentlich gar nichts. Du siehst nur, ich habe das Gefühl gehabt, ich sehe den Film immer nur aus dem Augenwinkel. Ja. Und es wird immer nur geschnitten und ich habe wirklich, ich kriege gleich einen Schlaganfall, wenn ich den Film weitergucke. Ja. Also, das Gegenteil von Underground 6 ist 1917. Ja, absolut. Ein Film, wo du, die Antithese. Die Antithese. 1917 ist die Antithese zu Underground 6. Gut, dass es das gibt. Kino ist was Tolles, oder? Und das ist wirklich Kino. Ja. 1917 ist wirklich Kino. Da greife ich mal ein Zitat von dir auf, Hennes. Du hast gesagt, dafür ist Kino gemacht und das stimmt. Und das ist auch der Film, der meiner Meinung nach das Prädikat ganz großes Kino verdient hat. Weil ich war gestern drin und ich war so ein bisschen skeptisch, weil ich gedacht habe, ist das vielleicht so ein Gimmick?
Aber das, Moment, sag, was das Gimmick sein soll, dass die Kamera... Halt, der ganze Film ist so konzipiert, dass das aussieht wie eine lange Kamerabewegung. Also die Kamera ist immer ganz dicht an den Figuren dran und du kriegst dann, ja, aber manchmal auch davor, ja. Und es ist sehr elegant erzählt und du kriegst, natürlich, du kannst nicht weggucken. Kann es nicht so in die Tiefe gehen bei den Charakteren und sowas alles, wie erfahren nach und nach so ein bisschen, was eigentlich Phase ist. Jetzt habe ich den Faden verloren, worauf ich hinaus wollte. Am Ende des Films ist mir aufgefallen, kommt eine Widmung von Sam Mendes, der widmet nämlich dem Film seinem Großvater, der offensichtlich im Ersten Weltkrieg gekämpft hat. Genau. Und der immer die Geschichten erzählt hat. Das steht da drunter. Weil er immer die Geschichten erzählt. Foretelling the Stories. Und da wurde mir bewusst, deswegen sieht der Film so aus. Weil der Film ist wirklich so gedreht, als wenn ihn wirklich einer aus seiner Sicht erzählt. Verstehst du? Und das Tolle ist, und jetzt habe ich meinen Faden wieder, das Tolle ist, man kriegt auch dadurch so eine merkwürdige Dimension kommt dazu, nämlich so Geografie. Du kriegst plötzlich so das Gefühl, wie weit die wirklich gelaufen sind und was sich da abspielt. Also nach dem ersten Akt, es gibt da so eine Verschnaufpause, das muss jeder Film haben. Wovon redet ihr? 1917. Ach so, okay, ja. Habe ich plötzlich gemerkt, ach Moment, ich sitze ja im Kino. Also so war ich gefesselt von der ganzen Handlung. Man sitzt die ganze Zeit am Rand. So. Genau. Es ist wirklich so, es ist nicht eine Sekunde lang. Ich hatte auch wirklich Bedenken, in den Film reinzugehen, weil ich dachte, es ist ja wirklich kein Gute-Laune-Film und ich bin nicht in der Stimmung. Und er ist unheimlich unangenehm, aber er ist auch unheimlich großartig. Und dann habe ich gesagt, man guckt sich so viel Mist an. Man guckt sich so viel, natürlich gucken wir uns Unterhaltungsfilme an. Wir gucken uns Jumanji an, The Next Level. Geh mal eine rauchen, wir reden über 1917 mal eben kurz. Und wir gucken uns sowas an und das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Und vielleicht wäre ein Film wie Underground 6 auch in Ordnung, wenn er gut wäre. Aber er ist nicht gut, er ist ein Haufen Scheiße. Das ist ein Haufen Scheiße. Doch, er ist ein Haufen Scheiße. Ja, trotzdem, es ist ein Haufen Scheiße. Es ist, wenn du den Film komplett anguckst, sind 2 Stunden deines Lebens weg. Im Vergleich zu 1917 ist es ein Haufen Scheiße, muss ich jetzt einfach sagen. Michael Bay sollte lieber Samsung-Handys präsentieren, das macht er besser. Guckt euch das an bei YouTube, was er da gemacht hat. So. Und wie gesagt, schaut euch mal das Video-Essay von Patrick H. Willems. Ich versuche das mal zu verlinken, weil das ist echt, der analysiert das super, super gut. Lass uns mal bei 1917 kurz bleiben, weil es gab Kritiken, die gesagt haben, da passieren Sachen, die werden so ja gar nicht passiert und sie laufen halt in eine Situation, von einer Situation in die nächste. Ja. Und dadurch ist der Film natürlich auch spannend. Sie haben diese Mission, sie müssen... It's a man on the mission. Sie müssen diesen Befehl, der quasi einen Angriff revidiert, an einen bestimmten Punkt bringen. Im Kriegsgebiet, da sind die Deutschen sind die Bösen, das wissen natürlich, wir, haben wir nun mal selber verbockt. So. Und es hat natürlich auch einen Videospielcharakter. Es hat was von Uncharted. Ich habe auch an dich gedacht und an Thorsten, weil es natürlich auch so ein bisschen durch die Perspektive auch was von einem Shooter hat, diese Third-Person-Geschichte. Ja, das habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht so wahrgenommen. Als Player? Nein, tatsächlich nicht. Nee, das kam mir nicht so vor. Ich hatte wirklich so das Gefühl gehabt, ich bin ganz dicht da dran, aber jetzt nicht. Nee, also den Vergleich mit dem Videospiel, den konnte ich jetzt nicht so ziehen. Okay. Aber es ist einfach mal ganz abgesehen davon, dass es wirklich ein technisches Meisterwerk ist. Absolut. Und es ist auch so, was du sagtest, ich hatte auch Angst, dass das mit der Kamera ein Gimmick ist. Ja. Aber es ist erzähltechnisch eingesetzt. Es ist erzähltechnisch. Und du denkst natürlich zwischendurch, wie kann die Kamera jetzt über das Wasser gehen? Wie kommt die Kamera jetzt aus dem Fenster raus? Aber das ist nicht so oft. Und es ist nicht so oft. Ich fand diese Inszenierung, wenn diese Leuchtraketen hochgehen. Ja. Ja, das hatte was von Edgar Allan Poe, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Das hatte was von House of Usher. Das war ein Meisterwerk. Es gibt tatsächlich einen Zeitsprung gibt es tatsächlich da. Also das ist kein Film, der komplett in Echtzeit gezeigt wird. Es ist nicht so wie Victoria.
Ja, der ja quasi wirklich 1:1 in Echtzeit gedreht worden ist. Nee, das ist es nicht. Und dann haben wir noch so Geschichten wie natürlich. Aber das auch, dieser Zeitsprung ist auch sehr intelligent gemacht und sehr elegant gemacht. Logisch. Und vor allen Dingen, er gehört zu der Geschichte, ganz genau. Also von daher, 1917 ist im direkten Vergleich mit Dunkirk, also das sind so zwei Visionen von zwei total unterschiedlichen Filmemachern und die ein ähnliches Thema haben und Gut, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Aber es geht um... Ja, Dunkirk fand ich auch. Da hatte ich auch wirklich... Das will ich nicht reingehen. Und dann sitzt du da und denkst, man muss diesen Film sehen. Da war es unheimlich... Ihr müsst diesen Film sehen. Es tut mir leid. Also ich will euch das jetzt nicht irgendwie befehlen, aber ihr müsst diesen Film sehen. Ihr müsst 1917 sehen. Es tut mir leid. Ja. Das ist wirklich... Der ist absolut... Unfassbar. Knives Out. Ich glaube, Thorsten hat Knives Out nicht gesehen. Also ich fand ihn gut, ist so ein bisschen so eine Agatha Christie-Anmutung. Noch ein bisschen, es ist ein Whodunit, insofern ist es Whodunit, ganz genau. Es ist ein tolles Ensemble. Tolles Ensemble, es ist gut geschrieben, er macht Spaß, er hat einen super Twist, er ist kniffig, pfiffig und Rian Johnson kann was. Ja, und Daniel Craig redet so viel wie, also das bin ich nicht mehr gewohnt, dass er so viel redet. Hast du ihn im Original gesehen? Ich glaube nicht. Weil Daniel Craig im Original sich so einen südamerikanischen, also so ein Southern, so Louisiana, Alabama Slang draufgebracht hat. Und das ist so lustig. Ah, okay. Wenn du ihn natürlich als Engländer kennst, als Briten, als den Briten schlechthin, als den Engländer schlechthin, James Bond, spricht er so einen Southern-Akzent und das ist großartig. Ja. Christopher Plummer ist toll. Ana de Armas ist... hinreißend, aber auch alle, Jamie Lee Curtis, Chris Evans. Ja, die spielen alle super. Und sie spielen alle so ein bisschen auch gegen ihr Image an. Ja, natürlich auch. Natürlich auch gerade Chris Evans und Jamie Lee Curtis. Michael Shannon ist toll. Tony Collette. Mhm. Es ist ein richtig toller, klasse, pfiffiger Film. Guter, genau. Und es ist ein Film, ein sehr originärer Film. Es gab sowas lange nicht mehr. Das stimmt. Es ist kein Sequel, es ist keine Franchise. Ja, ja. Und da muss man also das haben wir, glaube ich, schon mal an anderer Stelle gesagt. Das Jahr fängt echt gut an. Das sind Jojo Rabbit werden einige Leute hassen, weil sie mit der Satire nicht klarkommen. Es gibt ja viele Leute aus einer bestimmten Ecke, die mit Satire nicht klarkommen. Und der Film ist ja sehr grob satirisch, sagen wir mal so. Ja. Aber ich fand ihn absolut fantastisch. Auch toll. Ja, Felix Lobrecht ist auch sehr grob satirisch. Ich mag ihn trotzdem. Entschuldigung, was war das denn für eine Aktion? Muss man das machen? Ja, man muss gar nichts machen. Du hast einen schönen Text darüber gemacht. Dankeschön. Aber ich finde, nee. Was war jetzt? Na gut, nee, weiß nicht, ob wir jetzt drüber reden müssen, aber hast du Jojo Rabbit gesehen? Nee, nein. Läuft ja noch nicht. Also Jojo Rabbit, Taika Waititi ist quasi, jetzt... Titi gesagt. Es ist genau mein Humor. Ich liebe Taika Waititi. Ja. Und der Film war toll. Das Tolle daran fand ich, dass er, man erwartet natürlich von Taika, so einem Typen wie Taika Waititi, erwartet man jetzt wirklich so eine Klamotte, was super Lustiges und so. Und das war er auch. Der hat richtig lustige Momente. Lustig, ja. Aber er scheut auch nicht die finsteren Seiten von dem Thema und auch die kommen richtig zur Geltung und das zieht dir dann, das holt dich dann wieder so runter. Ja. Weißt du so und er hat runterholen gesagt. Nein, aber ich fand ihn wirklich toll und Sam Rockwell ist toll. Wie immer. Rebel Wilson ist toll. Die beiden Kinder sind toll. Der andere Kleine, der ist auch jetzt ein Fan to be a Nazi, der kleine Dicke. Ja. Der soll jetzt spielen in dem Reboot von Kevin Allein zu Hause. Angeblich. Ach. Kann man sich das vorstellen? Ist ein Reboot nötig? Das ist ja wieder, aber sind wir wieder bei dieser Frage. Egal, guckt euch Jojo Rabbit an, guckt euch Knives Out an, guckt euch 1917 an. Mit drei Filmen, die ich noch nicht geschafft habe zu sehen. Deswegen warst du jetzt auch schön rauchen. Ja. Reden wir über Star Wars. Komm, reden wir über Star Wars. Ja, also Episode... Ich fand ihn unterhaltsam, aber jetzt nicht. Du sagst immer, Gary, pass auf, du sagst immer, ich habe mich nicht gelangweilt, ich bin eingeschlafen. Es ist der letzte Teil der Trilogie. Das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Ist das jetzt wirklich der würdige Abschluss von dieser Trilogie? Naja, es war ein Abschluss. Der war so würdig wie die anderen Teile auch. Da bin ich mir halt eben nicht sicher. Verstehst du? Es war halt so, dass der Film... Nee, eigentlich würde ich sogar sagen, nee. Mir zur Mitte hin zum Hals raushing. An welcher Stelle? Als mir zur Mitte hin schon klar wurde, dass der Film vor Fanservice trieft. Ja. Sonst aber nicht viel macht. Ja. Erstmal Adam Driver, den ich sehr schätze, ist ein Lulli als Schurke.
Das ist mal der erste Punkt. Das zweite ist, dass was denn? Ich finde, als Schurke finde ich ihn Lulli. Tut mir leid. Er kann extrem viel. Er kann extrem viel. Er ist ein toller Schauspieler. Ja, er hat da nichts von bei Star Wars. Aber bei Star Wars vielleicht. Ja, aber du hast ihn halt schon von dem ersten Teil an, hast du ihn halt schon als Figur, die im Konflikt steht mit seiner eigenen Boshaftigkeit. Er hatte keinen richtig guten Arc. Nee. Ja. Nee. Genau. Ja. Und das ganze Ding war mir alles zu geleckt. Zu heroisch, zu sehr die Rebellen auf dem Planeten, wir müssen dies und das. Wir müssen nach da. Trulala. Achtung, wir müssen von A nach B, guck mal hier, wir heilen das Monster. Ich habe die Macht. Dann der Kampf zum Schluss, dann der Imperator und das ging mir alles auf die Zwiebel. Dann kommt Harrison Ford nochmal. Das heißt, die zaubern im letzten Teil alles nochmal aus. Ja. Nochmal. Fanservice. Und dabei vergessen sie eigentlich eine richtig gute Geschichte zu erzählen. Ja. Und es geht eigentlich nur darum, das Ding nach Hause zu bringen, sodass die Fans, die von Episode 8 jetzt so erzürnt waren von den Entscheidungen, die Rian Johnson gemacht hat, dass die jetzt wieder sagen, ja gut, jetzt haben wir wieder unser altes Haus. Und dann kommt genau halt so was. Das Ding. Das ist genau das ein absolutes Ding. Weil Rian Johnson hatte in seinem letzten Teil, hatte er durchaus ein paar Kisten aufgemacht, die ich gut fand. Es war ein What-the-fuck-Moment. Das will ich sehen im Kino. So, und da wurde praktisch alles wieder zurückgenommen, nur weil so ein paar Fundamentalisten sagen, irgendwie... Naja, auch weil Disney gesagt hat, lass uns das jetzt bitte mal anders machen. Auch alle alle Jungs, die sie etablieren wollten, die wurden jetzt da so ein bisschen durchgereicht. Ja, also alles wurde durchgereicht. Das musste dann alles, dann brauchte er noch ein Love Interest und dann musste das noch passieren. Und das ganz schnell und zickzack und so. Chewie kriegte noch seine Medaille. Ich sagte, ach nee, das muss jetzt nicht sein, Leute. Ja, da haben wir uns doch jetzt mit abgefunden, dass er keine Medaille kriegt. Das ist doch jetzt okay. Weißt du? Ich fand Anthony Daniels ganz toll. Der war für mich so ein bisschen das Herz des Filmes. Also ja, C3PO. Das war lustig, das gebe ich zu. Das war schön. Ja. Aber an sich war mir das alles, es war nichts weiter, nichts, was du nicht schon mal gesehen hast in einer anderen Kombination. Und sie wussten, dass es nichts ist, was du noch nie gesehen hast. Ja. Es war kompletter Fanservice. Einmal komplette Durchreiche, um zu versuchen, ein Gefühl der 70er Jahre zu replizieren, was jetzt so mittel funktioniert hat. Ja, das war einfach... Aber mich würde mal interessieren, wie ist der denn jetzt so angenommen worden, so bei den Fundamentalisten? Also ich bin ja dadurch, dass ich mit den ganzen Stormtroopers... Er ist für die Fundamentalisten gemacht worden. Ja, kann man sagen. Ja. Nur. Ja, und aber finden die den auch gut? Das ist die Frage. Also ich bin in ein paar Foren drin, weil ich bin ja mit den Stormtroopern, mit der 501st Legion, mit den Leuten, die Cosplay machen, die wirklich Stormtrooper-Uniform haben. Auch da denke ich wieder, dann hast du zum ersten Mal richtig schöne, rote, glänzende Stormtrooper und du machst nichts damit. Mhm. Ich fand die fliegenden Stormtrooper fand ich toll. Da waren so tolle Gags. Sie fliegen jetzt? Sie fliegen jetzt. Ich fand, die Gags haben alle funktioniert, wenn Rey ihr Lichtschwert anmacht und Poe macht die Taschenlampe an. Das war schon lustig. Ja, komm, okay. Kann ich mich kaum noch dran erinnern. Ja, ich habe es beim zweiten Mal dann auch nochmal geguckt. So, also es spaltet den Fandom nicht so wie Episode 8, aber viele sagen, da haben wir uns was anderes vorgestellt. Es ist jetzt einfach klar, sie haben sich von vornherein keine Gedanken gemacht. Wir machen eine Trilogie, wir fangen an, wir haben eine Mitte und wir haben Schluss. Das war so ein bisschen ausgedacht, während sie gedreht haben. Weißt du? Ja, vielleicht bin ich arme Sau auch Prequel, Sequel und Remake-müde und Franchise-müde ein bisschen. Ja. Und dann mich hat das unterhalten. Aber nicht, aber halt auch vom, nicht vom Hocker gehauen. Genau, ja. Und vom das Star Wars Film erwarte ich, dass er mich vom Hocker haut. Und dann kommt The Mandalorian, Gary. Ja, dann kommt The Mandalorian. Ja, auch da muss ich sagen, Hennes, wo ich die Musik rauf und runter höre. Mein Gott, ist die Musik genial. Ist die Musik gut. Und ist natürlich wieder so ein Hilgrush mit... Und es erinnert nicht irgendwie an John Williams in keiner Art und Weise. In keiner Art und Weise. Ist das nicht toll, dass wir jetzt einen Schritt gegangen sind? Ja. Also ich finde die Serie gut, ist eine gute Western-Serie. Und aber da jetzt auch so das große... Doch, Gary. Das ist, warum? Weißt du, an was mich das erinnert hat? Es erinnert mich wirklich an die Kung-Fu-Serie. Weil es hat wirklich mit David Carradine. John Carradine. Everybody is Kung-Fu fighting. Ich stelle mir vor, dass wirklich jeder Kung-Fu kämpft. Was ist denn da los? Everybody is Kung-Fu. Da geht es doch über Tische und Bänke. Wenn einer nicht mal sagt, ich bin mal raus. Nein, everybody is Kung-Fu fighting. Ich finde. Kung-Fu, kannst du noch gar nicht mehr normal. Ich finde, Jon Favreau hat eine tolle Serie gemacht. Der kann ja sowieso viel, der Junge. Er hat wirklich, er kann nicht nur Lion King, er kann nicht nur... Du hast ihn noch nicht gesehen, ne? Mandalorian? Mandalorian? Folge 1. Okay. Ah, okay.
dunkle Kanäle. Ich finde das toll. Ich finde das toll. Ja, ich meine, Disney hat den Start von Disney Plus vorgezogen. Am 24. März. 24. März kostet 6,99 im Monat, also glaube ich. Und ich danke allen meinen Fans und Leute, die mich besuchen, die mir möglich machen, dass ich jedes einzelne Abo-Filmportal zu Hause habe. Danke dafür. Okay. Das könnte ich mit meinem früheren Job, könnte ich das nicht machen. Aber dann hätte ich wahrscheinlich auch keinen Podcast mit euch. Ich soll dich fragen, danke, ob du immer noch die Matratze hast, die du per eBay Kleinanzeigen abgeholt hast von einem Fan. Was? Das klingt jetzt wieder ein bisschen komisch. Nein, habe ich nicht. Hast du nicht mehr? Okay. Ich hatte mal eine Matratze gekauft, die brauchte ich für bei mir im Arbeitszimmer. Eine neue Matratze, Härtegrad 3, weil ich ja dick bin. Und dann war ich mal da und dann, oh, sind ja draußen Drähte. Ich sage, ja, kann ich die Matratze haben? Und die Matratze habe ich nicht. Sowas werde ich dann gefragt. Das war schon auf der Straße. 3 Jahre her oder so. Ja. Ich werde auf der Straße gefragt. Kannst du später mal fragen, ob er meine Matratze klingt wie eine hat? Metapher, ja. Aber nein, habe ich nicht. Ich wollte dir nur die Botschaft weitergeben. Ich bin da rein. Also, Mandalorian gefällt mir extrem gut. Die Länge der Episoden ist toll. Was letzte Folge? 30 Minuten. Musik ist toll. Wie fandst du die Folge mit Ben, wie heißt er, Ben Bird? Worum geht's jetzt wieder? Worum geht's jetzt wieder? Ich habe nicht alles gesehen. Worum geht es? Worum es geht? Mandalorian. Ja. Ganz kurz. Ich habe nicht alles gesehen. Die auf dem Gefängnisschiff spielt, wo. Habe ich nie gesehen. Wo unser Freund aus IT Crowd mitspricht. Bill Burr. Bill Burr spielt mit. Bill Burr spielt mit. Clancy Brown spielt mit. Und Ross aus IT Crowd spricht den Druiden. Ah, okay. Ja, hab ich nicht gesehen. Okay, das machen wir dann, wenn alle das gesehen haben. Wenn du das gesehen hast, genau. Klar. Dann reden wir dann über Mandalorian. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Macht alles richtig. Ich finde Mandalorian, man kann Star Wars erzählen mit einem Dreh, wo man sagt so, ja, so will ich das auch sehen. Aber den Film, den wir zusammen gesehen haben, den heben wir uns mal auf. Ich will euch aber trotzdem sagen, also ich habe mein Disney Plus Dings jetzt erstmal gekündigt, weil erstens mal, ja, da ist nicht viel. Also da guckst du ein oder zwei Folgen von und dann hast du genug. Ich finde Jeff Goldblum übrigens auch Musiker, ne? Ich wusste gar nicht, dass der Berlin Konzert gegeben. Echt, das wusste ich gar nicht. Das, und das ist mir komplett nächsten Monat William Shatner in Berlin. Echt? Mit ja, Henry William Rollins. Shatner auch in Essen. Übrigens. Richtig geil, Plakat, oben steht drauf, Phaser auf Begeisterung. Und dann ist er da, wo er Fresse zieht. So. Richtig gut. William Shatner präsentiert Star Trek 2, The Wrath of Khan, also der beste Star. Ach, einer das, der, so, die und Nummer. Da kostet eine Karte 180 Euro. Ja. Da habe ich gesagt, dann nur einmal in meinem Leben. Ich war mit Dieter und Susanne, war ich bei Ricky Gervais live. Wer ist Dieter und Susanne? Dieter nur und Susanne, unsere Agentin. Okay. Ja, bei Ricky Gervais vor Weihnachten in Berlin. Und das ist auch, also Respekt, 80 Euro die Karte, eine Stunde 10, ne? Schönen Nachmittag noch. Ja. So, vor uns in der Reihe Marius Müller-Westernhagen und alle waren da, Mickey war da und so. Mickey aber Maus? Mickey Beisenherz. Also, und das war schon so ein bisschen, Stunde halt, ne? Ja, ja. Ich mag Ricky Gervais gerne, ich finde ihn als Stand-Upper, muss ich ganz ehrlich sagen, nur so okay. Ja. Also ich finde ihn gut, aber nicht so, es ist nicht Eddie Izzard, weißt du? Nee. Ja, es ist halt nicht Eddie Izzard, okay, das kann sein. Also ich fand es jetzt gut, ich habe es auch alles verstanden, war selber erstaunt, hat aber auch war untertitelt. Mehr unten lief ein Mensch mit Pappen entlang. Und war ganz okay, gut. Also. Aber zu kurz für zu viel Geld. Wir reden über Mandalorian, wenn Thorsten auch alles gesehen hat, wenn Disney Plus läuft. Also Disney Plus ist für mich bestellt. Also ich will das richtig gut sehen. So. Mein Apple Plus, das Ding. Oh. Das habe ich jetzt auch. Ich habe ein Produkt gekauft und dann habe ich jetzt 12 Monate für Lacko. Ja. Hast du denn schon Morning Show gesehen? Ja, nein. Das muss richtig gut sein, Morning Show. Ja, muss wohl. Ja. Aber hast du noch nicht gesehen? Nee. Okay. Ja, da fehlt noch ein bisschen Content. Doch, das ist eigentlich total merkwürdig, dass Apple nicht sofort, also von Apple hätte ich irgendwie mehr erwartet. Ich verstehe auch nicht, warum Jason Momoa in jeder Serie mitspielen muss. Ja. Also in jeder fucking Serie. Ja, das ist auch so ein bisschen omnipräsent. Ich warte, dass er demnächst bei Friends auftaucht. Hast du die gesehen, die Blind? Hast du das gesehen? Das ist ich habe da mal reingeguckt und dachte so, ach komm ey. The Servant. Augen zu und durch auf Deutsch. Ja, blind. Augen zu und durch, blind. Ja. The Servant hier mit also, Jennifer Aniston hat ja für Morning Show einen Golden Globe, einen SAG Award gekriegt und ein Freund von mir hat The Morning Show gesehen, meinte, das ist richtig, richtig, richtig. Ja, ist aber auch nichts zum Lachen, ne? Nichts. Oh, na, muss man. Geht so.
Machen Sie mal ein typisches Geräusch. So, ich habe Jumanji, vor. Warte, Ganz kurz. Ja, ich habe doch einen Plan. Warte mal. Ja, ich habe vor Weihnachten habe ich noch mal Galaxy Quest gesehen. So, ja, weil ich Lust hatte. Und dann habe ich die, wie heißen die Termine? Oh, wir kommen nicht mehr. Wie haben Sie es auf Deutsch synchronisiert? Haben Sie es auf Deutsch synchronisiert. Ja, weil wer spricht Tim Allen? Martin Kessler. Unser Martin Kessler spricht Tim Allen. Und das ist jetzt das Tolle. Ich sitze da, sehe Tim Allen als mit der Stimme von Martin Kessler. Simse Martin Kessler. Viel geiler. Simse Martin Kessler. Während ich gucke, Martin, das ist ganz toll, was ich gerade sehe. Und er so, ja, leider war es das einzige Mal, dass er ihn synchronisiert hat. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Martin, du wärst ein super Buzz Lightyear gewesen. Ja, das stimmt. Der wäre ein, also wenn Martin Kessler Buzz Lightyear gewesen wäre, ja, auf Deutsch, dann hätte Thorsten Sträter aber Toy Story 4 geguckt. Hintereinander. Ja. So, Kessler, dazu gibt es jetzt endlich die Dokumentation auf Prime, Never Surrender. Habe ich gestern geguckt. Ja. Ist es nicht schön? Super. Ja, super. Ja, ganz toll, ne? Super. Die ganze Entwicklung, die Geschichte, wenn sie nehmen wollten. Oh, Harold, dass Harold Ramis eigentlich den Film drehen sollte. Ja, das hätte auch gepasst, sicherlich. Und der Schluss ist ja kaum auszuhalten, aber das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass Amazon praktisch schon gegreenlightet hat und dass alle irgendwie zurückkommen wollten für die Serie. Ja. Für eine Serie. Oh, und dann ist Alan Rickman gestorben und dann wurde er daraus leider Der Schluss ist wirklich... Aber das ist eine tolle Dokumentation, wenn ihr Galaxy Quest mögt. Und ihr solltet... Ich kenne keinen der Galaxy. Nee. Also Galaxy Quest. Man muss den Film. Tony Schalhoub als dauerbekiffter, dauerfressender. Genau. Also Galaxy Quest liegt für mich so wie auf gleichem Sam Level. Rockwell. Wie ist mein Nachname? Das ist jetzt nicht gut. Es ist für mich auf dem gleichen Level wie The Burbs, also meine teuflischen Nachbarn. Absolut, das ist ein Film, den kann man sich immer wieder mal ansehen. Er hat ein höheres Tempo als The Burbs und aber ich meine einfach vom Wiedererkennungswert, vom Wiederunterhaltungswert. Galaxy Quest ist unterschätzt und fantastisch. Guckt euch die Dokumentation an, Never Surrender, und guckt euch auch die Dokumentation auf Netflix an, The Movies That Made Us. Ja, fantastisch. Stirb langsam, wo sie Frank Sinatra nehmen wollten. Weil er die Rechte hatte. Ja, weil er die Rechte hatte. Frank Sinatra hat die Rechte an Stirb langsam und hat dann wohl gesagt, nein, ich bin offen gestanden, jetzt bin ich zu alt und zu reich. Das ist geil. So. Ich werde nichts machen, ich bin zu alt und zu reich. Und das ist von den gleichen Leuten, die auch The Toys That Made Us gemacht haben. Und, ich finde es manchmal so ein bisschen zu hibbelig. Manchmal ein bisschen zu hibbelig geschnitten. Ghostbusters auch, wo sie die Rechte an dem Titel gar nicht hatten. Ja, ja. Ghost Fraggles. Ghost Ballers, irgendwie sowas. Ja, ja. Ich habe aber trotzdem sehr sehen. Ich habe jetzt gerade die Dokumentation gesehen zu Dirty Dancing. Ja, da so weit bin ich dann. Und das ist toll. Das Schöne ist, dass du auch mal was über Filme siehst, von denen du jetzt nicht so Scheißdreck interessieren. Du hast sie gesehen. Ich habe Dirty Dancing gesehen. Meine Cousine hat damals Dirty Dancing 20 Mal im Kino gesehen. Okay. Ja, weißt ich habe den einmal gesehen. Ich habe schon beim ersten Mal verstanden auch und habe dann gesagt, okay. Na gut, meine Cousine hat den Film aus ein paar anderen Gründen geguckt, also verstanden. Also, weil sie die Gegend wahrscheinlich einfach mochte. Wo war das? Wisconsin oder so? Mittlerer Westen. Das waren die Catskills, ne? Tatsächlich. Das waren die Catskills. Ich dachte, Catskills ist ja immer nur, wenn Miezi die Tür aufkriegt. Aber Catskills sind auch. Es ist auf jeden Fall eine tolle Doku. Unter dem Aspekt würde ich mir den tatsächlich nochmal angucken, weil ich mag diese ganzen Catskills. Ja. Das fand ich total, interessant. Jumanji, Next Level. Hab nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Okay, gut. Kann man machen. Ist okay. Hast du gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja. Ah, okay. Kann man machen, ist okay. Klingt nach Sonntagnachmittag, Amazon, genau. 4,99 Euro. Ganz richtig. Okay. Die Twists sind super natürlich, dass The Rock jetzt Danny DeVito spielt und Kevin Hart spielt Danny Glover. Das ist ja, man muss aber aufpassen, dass das Zielpublikum da noch hintersteigt. Ich glaube dass es einen dritten Teil geben wird. Weil doch, ich glaube, das wird einen dritten Teil geben und The Rock wird Morgan Freeman spielen, der einen Hund spielt. Das wird ganz krank. Ich muss mir gerade selber widersprechen. Es wird einen dritten Teil geben, weil der dritte Teil wird am Ende auch angeteased. Also ich denke mal. Aber es ist wirklich durchaus, ich hätte jetzt was Schlimmeres erwartet. Also, war auch nicht. Okay, hat sich gut unterhalten, du bist nicht eingeschlossen. Ganz ich, genau, Gary Spiel. Genau, ja. So. Ich habe Hellboy Call of Darkness gesehen. Ich auch. Und, was sagst du? Ich habe ihn angefangen. Grob. Hallo. Zum Schluss, als die Dämonen auftauchen und dann mal eben kurz in London durch die Innenstadt ziehen, wo ich so lecko fand. Und die Leute dann beim Gehen mal mitnehmen. Ne? Da werden die Leute aber wirklich abgeholt. Das ist der Film, der Jurassic Park hätte sein können. Und das war
ja, ist schon kacke, aber auch jetzt nicht so schlimm. Ich fand Harbour super. Ich fand auf einer sympathischen Art. Ich fand, der Humor funktioniert richtig gut. Der war total unnötig, der Film. Ja, total. Und als total unnötigen Film kann man auch immer zum Prime prima gucken. Ja. Ist das denn jetzt ein, ist das jetzt die Verfilmung, die sich mehr an die Comicvorlage orientiert? Ja, die hält sich an so einem ganzen Sammelband. Und es war halt so ein bisschen... Ist eine Gestarste. Ja, natürlich. Also sagen wir mal so, es ist, wenn man sich den jetzt auf Prime anguckt, dann ist es jetzt keine verschenkte Zeit oder so. Das ist oder vergeudete Zeit. Mila Jovovich ist auch, das ist alles sehr lustig. Jovovich spielt das gleiche wie immer, die muss ja auch nicht mal mehr die Kostüme wechseln. Es ist alles sehr grob und es ist unkörnig. Ich fand aber diesen diese Baba Yaga, diese eklige Hexe. Ja, da wollte ich gerade drauf eingehen. Das ist ja wirklich ein Jill Guillermo del Toro. Stimmt, der Regisseur hat das gemacht, der auch The Descent gemacht hat. Ja, genau. Ein Horrorfilm, den ich ja sehr, sehr mag. The Descent sind die, aber... Nicht The Descent, The Descent. The Descent ist so die ordentlichen. Kennst du den? Ach so, ja, ja. Das ist der, wo die Frauen mit der Höhle. In die Höhlen gehen. Mit den Ischen in der Höhle. Mit den Ischen und dem Flimmer. Die Ischen, ja, genau. Nein, mit den die Elfen im Erdloch. Die Uschis unter Tage. Die, komm, weiter. Boah. So, was habt ihr noch gesehen? Die Krullers im Tiefparterre. Was steht denn da noch? Ich habe mir noch einfach noch ein paar Filme angeguckt auf Prime zwischen den Jahren. Ich habe Die Susis im Subterrain. Can You Ever Forgive Me gesehen? Wir können ja einfach mal durch. Can You Ever Forgive Me? Den habe ich nicht gesehen. Okay, also sehr gut. Sehr gut. Can You Ever Forgive Me ist total super. Ganz toller Film. Melissa McCarthy und Richard Grant. McCarthy heißt sie nicht McCarthy. Die berühmte Briefkorrespondenz von Autoren fälscht, um sie zu verkaufen. Ja, den Trailer habe ich gesehen. Das ist richtig gut. Also wenn man selber schreibt, ist das eigentlich musst du den sehen. Richtig gut. Ich habe gesehen, mein Leben als Zucchini. Ja, was ist das? Ja, der los? Titel hat mich irgendwie nicht angesprochen. Das ist so eine vegane Dokumentation. Nein, das ist ein Trickfilm, das ist ein Stop-Motion-Film aus Frankreich. Und er ist unangenehm, er ist aber auch faszinierend. Er klingt schon unangenehm. Und er ist toll. Und es sprechen Kinder, also richtige Kinder sprechen diese Figuren. Und dann habe ich gesehen, deutsche Synchronregie, Charles Rettinghaus. Worauf ich Charles angeschrieben habe, gesagt, danke für diese tolle Synchro. Und er sagte, das waren auch tolle Kinder, die es gemacht haben. Es ist ein wirklich toller Film. Ist, glaube ich, nur 80 Minuten lang. Wo? Auf Prime? Ich habe ihn auf DVD geguckt. Okay. Super. Danke an jemanden, den ich jetzt nicht weiß. Sound of Noise wurde mir empfohlen über Instagram. Ich bin in Noise aufgetreten. Okay. Neues. Da siehst du, da ist Neues, die Brücke. Ja. Neues. Make some noise. Neues, ja. Reden wir mal. Also, es ist ein schwedischer Film über musikalische Terroristen. Guckt ihn euch an. Er ist toll. Er ist toll. Okay. Dave Made a Maze, habe ich gesehen. Ja, sehr schöner Film. Sehr intelligent toll. Gemacht. Und hat so praktisch dieses, wie nennt man das, wenn man so. Was machst du denn immer mit dem Pömpel? Mit dem Popschutz. Mit dem Popschutz. Wenn man ja so in so einem kreativen Labyrinth sich so befindet. Ne? Irgendwie, wenn Ambitionen. Du hast Booksmart gesehen, Gary? Booksmart habe ich kürzlich gesehen und ich war total hingerissen. Was habe ich gelacht? Ne? Ja. Die Tochter von Carrie Fisher? Billy Lord heißt ja, sie. Ne? Ganz genau. Und super. Du hast gesagt, und ich habe die ganze Zeit gedacht, Moment, die sieht aus wie Morgan Freeman. Nein, wie heißt die Schwester von? Du sagtest, es ist die Schwester von Jonah Hill. Von Jonah Hill. Und es ist die Schwester von Jonah Hill. Ja, ist die Schwester von. Von daher ist Booksmart. The Hill Have Eyes. Ja, Booksmart und Superbad ist beide haben Double Feature. Ja, apropos Superbad, ich habe die Matratze leider wegtun müssen. Ah, okay. Ja. Okay. Die Filme haben auch tatsächlich einiges gemeinsam. Ne? Ja. Beide sind gedreht worden. Es geht um Freundschaft. Es geht beide haben Ton. Nein, Entschuldigung, tut mir leid. Booksmart ist echt ganz, ganz toll mit ganz, ganz tollen Figuren. So, pass mal auf, lass mal kurz über den Film. Also kurz vor Silvester kriege ich eine SMS um 16 Uhr. Hennes Cats. Ich so, warum? Und Thorsten wollte in Cats gehen. Und du hattest irgendwie Lust. Ich wollte nicht in Cats gehen. Ich hatte so eine Selbstzerstörungsmodus. Ja, genau. Und ich wollte auch in Cats gehen, habe mich aber nicht getraut. Und wir haben... Uns dann war nicht da, leider. Du warst nicht da. Halt dich an meiner Liebe fest. Wir sind hingegangen. Ganz genau. Du hattest die Nasenscheidewand entfernen lassen. Und wieder einsetzen lassen. Und wieder einsetzen lassen und warst mit Mull geblistert. Genau. Wie ein Ferengi. Und dann sind dann. Ich habe mir vor Weihnachten kurz die Nasenscheidewand gerade hauen lassen. Also, okay. Ja. Hört man aber gar nicht. Ist doch besser jetzt. Ja, ist doch besser.
Genau, du bist nicht mehr so nasal. Ich kriege Luft durch die Nase jetzt. Ja, ja. Das ist wichtig jetzt im 50. Lebensjahr, dass man jetzt auch mal Luft durch die Nase kriegt. Naja, ich sag mal so, als ich die Tamponagen gezogen bekam und zum ersten Mal Luft durch diesen Schacht ging, kamen mir die Tränen in die Augen, weil es ein Gefühl war, was ich noch nie in meinem Leben hatte. Und der Arzt sagte, es ist völlig normal, dass Männer weinen, weil das ist einfach ein Gefühl, was man, ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Mhm. Bleiben wir bei Cats. Ja. Also wir haben dann Hand in Hand da gesessen. Wir auch weinen, wenn wir an einer Tamponage. Weiter. Wir haben also sind in Cats gegangen im Mittagsbereich. Und um es amerikanisch auszusprechen, und ich sag mal so, wir kamen ins Kino, also wir erstmal, ich glaube, sind wir nicht eingeladen worden sogar, wir mussten die Karten gar nicht bezahlen. Doch, ich hab die Karten gekauft. Ja, doch, okay, alles klar. Wir haben Geld dafür bezahlt. Ja, gut, dann war es nicht so. Dann gehst du da rein, dann ist im Kino sitzen also so 6 hartleibige Kulturfans. Schön. Einige sind aufgestanden. Halten sich an ihrem stillen Wasser fest. Und Hennes und ich uns dann in Reihe 5 und dann habe ich gesagt, komm, da war der Humor auch noch da. Da hatten wir die ironische Fallhöhe zu sagen, komm, gib mir die Scheiße. Wir wollten uns amüsieren. Genau. Und dann haben wir den geguckt und wir haben auch keckernd gelacht die ersten 10 Minuten und dann kippte die Stimmung ungut. Ich glaube, der Satz, der am häufigsten fiel von Thorsten war, siehst du das gerade auch? Ja. Siehst du das gerade auch? Ich glaube, ich habe gerade ein Arschloch gesehen. Genau, das war der zweithäufigste Satz. Der häufigste Satz war, Hennes, wir haben es versucht. Es ist gut jetzt. Hennes, bei aller Liebe. Lass uns abhauen. Das war wirklich schwarz. Hier, nicht die einzige, die hier müssen wir abbrechen. Weißt du, die Schauspieler, du siehst ab und zu das nicht vorhandene Arschloch, weil die so komisch gehen bei Katzen. Die ganzen Kreaturen sehen aus wie von der Insel von Dr. Moreau, aber nicht in gut. Das ist eine ganz beschissene Idee gewesen. Ich hörte von Thorsten immer noch, Hennes. Ich dachte so, wir wollen jetzt Hennes, nicht sagen. Nein, Thorsten, wir gucken uns das bis zum Schluss. In Ordnung jetzt. Wir haben ja den Geist der Verfilmung erkannt. Lass uns gehen. Miete abwohnen. Es gibt zwei Keller Dübel fotografieren. Irgendwas tun. Es gibt zwei große Probleme bei Cats. Das erste große Problem ist, dass Cats. Ist Cats das Musical. Das Musical, ich weiß, viele lieben das und viele lieben Andrew Lloyd Webber. Aber das Musical ist von der Handlung her, du hast das so schön gesagt, ja, es ist das gleiche wie Starlight Express. Absolut. Ja. Es passiert nichts. 1:1 und ist genauso dösig. Es passiert gar nichts. Ja. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wer kommt denn da? Da kommt Judi Dench, diese Straße. Die hält man. Erstmal hat der Film das dumme Problem, dass Worte, die gesagt werden könnten, einfach sollten auch, damit man sie nicht komplett zum Bollo macht, ja, gesungen werden. Ja, ja. Ich bin eine Straßenkatze, die gerne Milch isst. Und wir sitzen da und ich denke mir, ja, sieht man. Fickt euch selber. Ich werde jetzt gehen. Ich gehe jetzt zu Horten, falls sie noch aufhaben, und hole mir Gefrierbeutel. Ich habe keine Lust mehr. Und dann ist nur eine Nummernrevue. Das Ding hat ja nicht mal ansatzweise Handlung. Nein, null. Die Proportionen stimmen nicht. Mal das ist eine Tasse, geht den Leuten bis zum Knien. Das fand ich gar nicht so schlimm. Mal können sie daraus trinken. Es war schrecklich. Die Musik ist ja auch wirklich beschissen. Also muss ja, man muss wirklich sagen. Die Musik ist ja scheiße. Außer wirklich, Memories. Memories ist natürlich. Aber auch Memories. Und dann singt Jennifer Hudson Memories und wir haben es halt auf Deutsch gesehen. Und ihr läuft die Rotze aus der Nase währenddessen. Genau. Sie hat einfach Rotze hier. Das ist natürlich, also Memories, Kikeriki, betrifft mich. Das ist ein Spiel, das ich immer gerne gespielt habe. Ja. Du musst ja gucken, sind ja 2 Lokomotiven. Aber diese Rotze, wo du dir denkst, hör, bitte, weißt du, wenn du digital alles machen kannst, mach die Rotze weg. Mach doch die Rotze weg. Das war absolut ekelhaft. Ihr habt den Schnurrbart von Henry Cavill weggekriegt, dann macht ihr doch die Rotze. Das ist wie We Are the Champions und hängt der Pimmel raus. So. Das macht den ganzen... Aber es gibt wirklich die Stelle, da kommt Judi Dench als diese alte Elder States Woman Katze im Pelzmantel. Ja. Die Straße kommt immer näher auf die Kamera und gefühlte 10 Minuten singen die Katzen. Guck mal, wer da kommt. Ja, gibt's das denn? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Siehst du das gerade auch? Etikett, Schlapphunsen. Horst Hansen. Und dann kommt die Nummer von Taylor Swift, die Andrew Lloyd Webber neu geschrieben hat. Die okay ist, die hat so ein bisschen was von Chicago. Aber das Problem ist, dass die ganze Zeit diese wirklich schlechte Musik dabei ist. Dann hast du diese Handlung, die nicht vorhanden ist. Und dann hast du Idris Elba, wo du dich fragst, warum? 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 Die wollen alle nur poppen, ne? Es geht die ganze Zeit, die sind nur ums dauerrollig. Katzen sind ja, du hast um Breckis. Es geht viel um Breckis natürlich. Und außer um wenn man Katzen Pillemann würden Whisky saufen. Es ist wirklich, es ist und dann, das die Problem, Gorzen. So, das Problem ist wirklich die Musik, die Handlung ist nicht vorhanden und dann. Das Problem sind Musik, pass auf, wir fassen die Probleme von Cats kompakt zusammen. Lauflänge. Ja. Handlung. Ja. Effekte. Songs. Inhalt. Ansonsten ist der Film tadellos. Absolut. Muss man echt sagen. Also so, ansonsten kann er nicht. Ist gar nicht nominiert für einen Oscar. Wenn er 5 Minuten lang wäre, mit Fischen spielen würde, keiner würde singen und man könnte dann gehen.
klar. Ich glaube, sie sind ja auch nicht hergegangen und haben gesagt, wir wollen jetzt einen ganz schlechten Musicalfilm machen. Ich glaube, das Problem war einfach... Sie haben es einfach gemacht. Irgendwann mal waren sie so drin und der Film hatte den Starttermin und sie haben einfach gemerkt, die Special-Effekte sind nicht gut. Ja. Ja. Es sieht einfach so nicht aus. Idris Elba, es sieht ja auch ständig noch abgedatet, habe ich gehört. Wird, ne? Genau, das ja. ist ein Film mit einem, wie nennt man das, wenn so ein Update halt. So ein Update. Er kriegt ab und zu so ein Patch. Hat er ein Patch, genau. Und es ist verstörend, diese Menschen, diese Katzenmenschen zu sehen, mit den aufgeklebten Digitalen. Du musst jetzt mal genügsam sein. Das ist so ein Idris Elba, der hat da Dreharbeiten in einer Greenscreen und trägt dazu bis zum Hals geschlossen so einen froschfotzengrünen Onesie, damit er eingeblendet werden kann und denkt sich nichts dabei. Und dann, ich mein, glaube auch, dass als die den Film gesehen haben, wo ihnen Haare hingepackt wurden, dass sie keinen Penis mehr haben, dass das auch für die Leute ein Erweckungserlebnis war. Ja, ja. Und dass man, ich habe auch nicht viele positive, also ich habe überhaupt keine Stimmen gehört oder auch keine Pressekonferenz, wo Idris Elba gesagt hat, nun, wissen Sie. Ja. Das Geld stimmte. Das Geld, ja, und das ist einfach recht und er ist, fürchterlich. Und er ist, was so schade ist, er ist nicht so schlecht, dass ich jetzt sage, oh, ich muss den unbedingt nochmal gucken, so wie Showgirls oder so. Ja. Es gibt ja Filme, die sind so, ach komm, da habe ich jetzt Bock mal wieder so einen Showgirls richtig. Mochte ich sehr gerne. Hey, ist die Bluse von Versace? Das mochte ich sehr gerne. Also, Versace. Hat mir gut gefallen. So, die Landpomeranze. Okay. Die ist von Gookie. Und, lass mir Cats. Ich glaube, dass Cats auf Amazon Prime so eine neue Mutprobe wird, Wahrheit oder Pflicht. Weißt du? Genau. Uncanny Valley the Movie. War ja. das. Das ist halt so, ich glaube. Es wird daraus auch so ein Drinking Game, was jedes Mal, wenn man einen Arschloch sieht, kippt man sich ein. Oder wenn man glaubt, einen Arschloch zu sehen. Genau. Ich habe gedacht, jetzt müsste Helge Schneider reinkommen. Kacke, Klo. Und der hat gerettet. So. Oder irgendwas. Kommen wir zu Serien. Witcher. Erste Folge gesehen. Muss ich sagen. Interessiert mich nicht so sehr. Ja, muss auch sagen, es interessiert mich deswegen nicht, weil ich weder die Bücher noch das Spiel gespielt habe. Ja. Die Bücher gelesen habe, noch das Spiel gespielt. Das Spiel ist ganz interessant. Du musst halt alles machen in dieser Welt, außer Fliesen legen. Mhm. Und Witcher, ich. Schönen Gruß an Fliesen Tyson in Bocholt übrigens. Ja, genau. Fliesen Tyson. Ich hast auch gedacht, das ist der Boxer. Nein, du hast den gehört. Du hast ja, stimmt. Ja, wir sind im September zusammen dort aufgetreten und Thorsten hat wirklich. Und ich so, oh nein. Aber wenn einer den Gag machen darf, dann. Ja, genau. Hennes und ich gehen zu Fliesen Tyson. In Bocholt. Und das klang so nach so einem kleinen Gig zwischen Wascharmaturen. Da habe ich gesagt, komm, ist egal. Und dann sind wir hingefahren, 2000 Leute. So der eigene Halle haben die Fliesen Tyson. Also Fliesen scheint sich noch zu lohnen. Ja. Fliesen. Legen. So, Witcher. Ich hab's noch nicht geguckt. Ich muss sagen, dass ich nach Game of Thrones keine Lust habe, mir jetzt wieder eine Fantasy-Serie anzusehen. Ja, das okay. geht Wobei genau so. Ich gehört habe auch, dass die Fans das ganz toll finden. Ist super erfolgreich. Es gibt, ne? es gibt erfolgreich halt, ja, würde Witcher heute im Sauerland spielen, würde ich da ganz anders rangehen. Ja. Ja, es gibt einfach verschiedene Zeitebenen und wenn du dich in dem Witcher-Universum nicht auskennst, das ist auch schwer da reinzukommen. Heute und Mittwoch. Es sind keine komplexen Zeiten. Nee, es gibt wirklich dann Rückblenden und du raffst aber erst nach zwei Folgen, dass das jetzt gerade eine Rückblende war und das ist so ähnlich wie Homer Simpson bei der englische Patient. Wer konnte denn wissen, dass das alles Rückblenden waren? So. Dracula. Ey, ja, okay, pass auf. Stephen Moffat. Mag und ich ja gerne. Mark Gatiss. Und die Mark beiden. Gatiss. Die Jungs, die Sherlock aus dem Boden gestampft haben. Wo ich jede Folge bis auf vielleicht ein, zwei sehr genossen und habe. Und einige Staffeln Doctor Who. Und einige Staffeln Doctor und, Who. Und also Stephen Moffat, Couplings hat er. Couplings gemacht. Auch gemacht. Gut, aber Sherlock. Ne? Britisches Weltkulturerbe, daran wird sich angelehnt. Irisches. So auch irisches, Bram Stoker. Bram Stoker ist Ire. Muss ich dazwischen gehen jetzt? Das ist wie wenn du in Bayern sagst, du bist in Westfalen. Tut mir leid. Das ist, ja, ist ja gut. Englischsprachig. Okay. Aber Klugscheißer schreibt man noch mit Nein, K. Nein, sorry, ich bin, so ich bin Anglist. Sorry, das ist Bram Stoker ist aus Irland. Du kannst in Irland nicht sagen, das ist britisch. Iren sind menschlich. Es spielt doch keine Danke. Rolle. Jedenfalls Dracula. Drake, ne? Darsteller Klaas Bang. Klaas Bang, schon mal ein geiler Name. Klaas Bang, geiler Name. Däne, ne? Oder? Und hat mich Däne glaube ich. Gehörst du auch zu denen nicht egal sind? Selbst wenn sie Vampire spielen. Er hat mich tatsächlich ein bisschen an Chris Sarandon aus Fright Night erinnert. Ja, stimmt. Okay. Ja. So vom Charme her. So, vom Charme her. So. Vom Charme her. Der Charme ist überbordend, fast zu viel. Dracula ist mir etwas zu jovial und draufgeschissen. Eine Kritik schrieb sehr treffend, immer wenn Dracula zu sehen ist, ist lustig, sonst ist gruselig. Das stimmt. Ja. Schön gemacht, tolles Set und so weiter. Mhm. Zwei Folgen, drei Teile. Der erste Teil beschäftigt sich ausschließlich auf Schloss Dracula. So ein bisschen und Interview with the Vampire. Zwei, drei so nette ein Twists von stimmt. dem einen Interview Komsa. Ja. Ganz schön. Der zweite Teil
so ein bisschen spielt auf Mord der Nil. Spielt auf der Demeter, also dem Schiff, das nicht die Öko-Firma, sondern genau, ja, genau. Also spielt auf Demeter, das, genau, das von Transsilvanien aus irritierenderweise nicht nach Irland fährt, sondern nach England. Und auch schön. Der dritte Teil ist Dünnschiss. Also so, es müssen. Mal kurz auch da sagen, dass die, ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt, die ja, Van Helsing spielt. Ja, aber die ist toll. Die ist absolut fantastisch. Die Leute, ja, die da arbeiten und so weiter. Und auch ganz die Leute, genau, die Special Effects und die Masken gemacht haben, die alles haben sich alle toll Mühe gegeben. So. Ja. Ich, mir, genau das, was du sagst, mir war das zu jovial, Dracula, das war mir zu geckig. Da gucke ich mir dann lieber Leslie Nielsen an als Dracula. Ja. Das Kostümbild war natürlich toll, ja, weil sie haben eiskalt in stellenweise in die Kostüme gesteckt, die Bela Lugosi getragen hat, mit dem Orden, mit dem Kragen. Das war also absolut auf den Punkt. Ja. Jetzt immer reden wir, aber Gary, jetzt redest du mal als Drehbuchautor vom dritten Teil. Ja, bitte. Genau. Also was mich halt total rausgehauen hat, ich habe das schon mal erwähnt im Podcast, ich habe das auch für unsere Patreons, habe ich das schon gesagt, es geht ja immer um Suspension of Disbelief. Ne? Das heißt also, mir wird eine Welt präsentiert und die kann ich glauben oder die kann ich nicht glauben. Ich sag immer als Beispiel Aliens. Ja, da glaube ich, dass es solche so Marines gibt und die fliegen jetzt zu einem Planeten, wo sie gegen solche Monster kämpfen. So, und jetzt bei Dracula war diese ganze Welt gesettet und dann gab es diesen wahnsinnig guten Twist am Ende des zweiten Teiles, wo ich wirklich gedacht habe, leck mich am Arsch, damit habe ich nicht gerettet. Ein typischer Moffat-Gettys. Ja. Twist. Aber der Twist war gut. Ein Twist, der nicht, ja, der aber letztendlich nicht so gut ist. Aber gut, am Ende Der dritte Teil fing dann schon holprig an, merkwürdig holprig an. Aber dann wurde etabliert und jetzt spoilern wir hier, weil ohne dem geht's nicht. Es gibt es gab da diese Organisation, die darauf gewartet haben, dass Dracula jetzt aus dem Wasser kommt und so den jetzt Shield. Genau und den jetzt gefangen nehmen. Da haben sie da diesen total elaborierte Zelle, wo selbst Hannibal Lecter sagen würde, leck mich am Arsch, hier ist aber gut eingerichtet. Und der würde und, sagen. Wirklich total hier, dass sie ihn mit dem Tageslicht, das Tageslicht wird abgelenkt, damit sie ihn in Tageslichtprojektor so angebaut. Und dann geben sie ihm ein iPad. Mit der Sache, hier, nehmen Sie das, das ist das neue Buch und da sind 500 Bücher drauf und gut ist. Ne? Sie sollen ja auch mal ein bisschen was lesen. Ne? Und dann kommt dieser Moment, weil ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, wann taucht denn wohl Renfield auf? Das ist ja auch so eine Figur, die immer wieder im Dracula-Universum auftaucht. Ja. Und dann kommt Renfield und Renfield ist ein Anwalt, denn, wie sich rausstellt, hat Dracula mal eben das WLAN-Passwort geknackt und hat sich mit dem Anwalt geskypt. Und dieser Anwalt kommt jetzt zu dieser Organisation und sagt, ja immer, der hat aber auch Rechte, der muss jetzt frei sein. Dracula! Also, und da habe ich gedacht, nee Leute, da habt ihr mich jetzt komplett verloren. Die meisten Verbrechen verloren. Sind verjährt gewesen, das weißt du auch, ne? Ja, aber komm. Also nee, komm. Der eigentliche Punkt ist, dass er in diese Einrichtung gebracht wird und du weißt nicht, was diese Einrichtung tut. Ja. Das heißt, da laufen Forscher rum, die sind irgendwie zwielichtig, dann erzählen sie, das sind doch alles Söldner, die das hier bewachen. Ja. Welche Organisation bezahlt das? Das erfahren wir aber nicht in dieser Folge. Gar nicht. Es wird er ist gar einfach nicht mehr in dieser Facility untergebracht und du weißt gar nicht, wieso. Mir war klar, dass er flüchtet. Leuten wird gesagt, toll, dass du dich bei dem Programm freiwillig, wir werden dir regelmäßig Blut abnehmen. Du weißt gar nicht, worum es ging. Ja, genau. Wir erklären es dir überhaupt. Nee, überhaupt nicht. Und mir war natürlich klar, dass er da ausbricht, ganz logisch, ja. Aber dass aber der Anwalt kommt. Wie? Wer ist der Anwalt? Mark Gatiss spielt das und also da habe ich gedacht, und dann kommt dieser andere Strang noch mit dieser jungen Frau. Mina Westenra. Mina, die er super toll findet, weil die ja so cool ist und weil die keine Angst hat vorm Tod. Naja, die Mina Westenra ist ja ein klassischer Charakter aus dem Buch Dracula. Ja, aber das ist die Verlotterte, die Dracula zuerst zum Opfer fällt. Also wo Dracula sagt, geh jeden Abend hin, delektier mich dran. Nee, das war Mina Westenra. Ja. Okay.
Genau. Mina Westra war eben die, wo er gesagt hat, ach, das ist die verlotterte Freundin, die, die immer dran, das sind die, die auch in den Hütten, die, die zuerst die Titten zeigen, dann kommt der Axtmörder vor allen anderen. Ja. Und das war die, die er dann leer gesaugt hat, und Mina Westra muss dann zum Schluss aufwendig gepfählt werden von Van Helsing, und dann war Mina Westra weg, und die war so, das, der, so der erste Akt, ja, dass der Vampir jetzt anfängt anzurichten. Ich fand die Figur so unsympathisch. Sie war auf unsympathisch angelegt. Ja, das Problem war nur, dass wir eine 20 Minuten oder eine halbe Stunde gar nicht wussten, was der jetzt von uns will. Ja. Dann war sie in einen Typen verliebt, SMS schreiben im Club, den heirate ich nicht. Und ja, was sollen die Kacke hier? Ja, ja. Was sollen die Kacke hier? Muss also ich auch sagen, habe ich jetzt auch die ganze Zeit gedacht. Mein Sohn Henry, der hat was Treffendes gesagt. Er hatte nämlich das Gefühl gehabt, dass ab dem dritten Teil haben die komplett das Team ausgetauscht. Ab dem dritten Teil. Also ab so Beginn des dritten Teils. Dritten Teils haben die komplett die Showrunner ausgetauscht und haben da neue Leute hingestellt. So Ryan Johnson, also, in Episode 8. Was ganz anderes. Was ich gut fand, ist, wie man mit dem Vampir-Mythos umgegangen ist, dass man da das so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat oder so. Das Ende finde ich jetzt persönlich jetzt auch nicht so tolle, aber damit konnte ich noch leben. Die Idee ist gut. Aber wie gesagt, aber was, wie man mich da hinkommt, halt, was mich halt rausgehauen hat, das war wirklich das der Anwalt, den da. Das hat dich richtig geärgert, auch als Drehbuchautor. Nicht nur als Drehbuchautor, weil mich hat es hauptsächlich geärgert als jemand, der die ersten beiden Teile toll fand. So, okay. Und dann, als ich mit der Gundula, mit meiner Frau das geguckt habe, habe ich gedacht, jetzt müssen wir den dritten Teil auch noch gucken. Und dann saßen wir da beide und haben gedacht, das ist jetzt eure Idee gewesen? Genau, und dann lebt Dracula im London irgendwie ja, so ganz frei. Weil, wenn etabliert wird in der Welt, und da, jetzt komme ich wieder zu diesem Suspension of Disbelief, dass es Vampire gibt, weil das muss ja offensichtlich etabliert sein, dann kann es ja nicht sein, dass der da jetzt plötzlich in so einer Prunkloft lebt und da irgendwelche Leute aussaugt. Ich mag dann aber auch nicht so nötige Erklärtwists, wie aus American Horror Story, dass sie jetzt plötzlich ihre Vorfahrin, die Nonne, sieht. Die Nonne von Helsing. Die dann auftauchen muss, um mit ihr zu kommunizieren, um überhaupt das Ding voranzutreiben. Ja, ja. Das ist auch eine Sache, die mir genauso auf die Fackel ging. Ja. Und dann hat sie Krebs. Das ist alles 2-3 Ebenen zu viel, um das zusammenzuführen. Ja. Und das ist, man hätte lieber 4 Teile gemacht und sehr langsam die Jetztzeit etabliert. Weil die Idee, dass er jetzt plötzlich in unserer Zeit ist, klar, das ist natürlich ein Hinweis auf Dracula, die Minimädchen. Und das war auch alles in Ordnung, aber ich finde, das hat man in keinster Weise so richtig genutzt und Lieblings-Dracula, den du hast, dein Lieblings-Dracula? Lieblings-Dracula, also ich mochte die Stunde, wenn Dracula kommt, war toll. Welches war die, wo er auf der Eisscholle ausrutscht, ins Wasser fällt? Ich weiß das nicht. Ja, ich wollte eigentlich wissen, Lieblings-Dracula-Darsteller, aber eigentlich ist es klar, dass Christopher Lee war der Angstmacher unserer Kindheit. Ich mochte den John Badham auch gerne, Franklin Geller. Den habe ich nie gesehen. Den hast du nie gesehen, der ist toll. Franklin Geller mit Laurence Olivier als Van Helsing. Ja, ja. Das war auch ganz toll, ganz tolles Kostümdesign. Das Beste ist die letzte Szene, wo er dann irgendwie verbrennt und das Cape fliegt weg. Weißt du das noch? Das war toll. Und den ganzen Abspann über ist das Cape, ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben in den 70ern, ist das Cape am Wegfliegen. Und du denkst so. Wie sehen wir denn den Coppola-Dracula jetzt ein paar Jahre später? Auch immer noch. Du siehst, du musst den Coppola-Dracula als Theaterstück sehen und nicht als Film. Mhm. Der Coppola-Dracula wurde unter Theaterstückbedingungen gemacht. Die Japanerin, die Kostüme macht, hat für die Kostüme mit rechten Oscar gekriegt. Ich habe einen großen, dicken Sammelband darüber. Was hat der ganze Frisuren, Kostüm, fantastisch. Nein. Die klassische Dracula-Geschichte. Gary Oldman war wirklich sexy in dem Ding. Mhm. Das war ein toll erzählter, überhaupt nicht teurer Film. Der Spaß gemacht. Die Musik von Wojciech Kilar oder wie der Typ hieß, der ist auch gestorben neulich leider, war ziemlich großartig. Ein anschwellendes, düsteres Dracula-Thema. Ja. Und ich war richtig Fan von dem Film. Okay. Ja. Weil bin dann extra nach London gefahren zu der Zeit, obwohl ich keine Kohle hatte. Ja, klar. Wow, okay. Und fand das ganz, ganz toll und faszinierend. Der war toll gemacht, aber ein Theaterstückfilm. Man sitzt auf der Kutsche im Studio, im Hintergrund sind die ganzen Effekte sind alle praktisch gemacht worden. Es wurde nichts eingeblendet oder so. Ne, sondern im Hintergrund war dann so ein Panel mit so Neonblitzen. Und das war, die Kostüme waren toll. Ja. Das war schon ziemlich großartig. Ich mochte den sehr gern. Aber er ist ein Theaterstück und ich warte darauf, dass sie das Ding wirklich als Theaterstück auch mal, aber sie werden es wahrscheinlich als Musical bringen. Ja, wahrscheinlich. Es gab Tanz der Vampire, gab es ja schon als Musical, das war Tanz der Vampire ist ein Film, von dem ich hoffe,
Als Musical war es gut. Ja gut, Jim Steinman Musik. Niemand recycelt ja mehr seine eigene Musik als Jim Steinman. Was passt erstaunlicherweise gut zu Tanz der Vampire? Na klar, ist ja auch okay, aber Jim Steinman hat... Die unstillbare Gier. Ja, oh Gott, oh Gott. Die Kostüme sind auch toll. Das, ja, die sehen ja aus wie richtige Vampire. Ja. Ja, so ein bisschen wie Vampire von der Reeperbahn, aber wie Vampire. Ja, nein, also Tanz der Vampire war damals, ich habe den, als Kind habe ich den geliebt. Oh, ich einen Schiss gehabt. Und so konnte die Stimmung war so toll. Und ich fand immer diese... Ferdy Man in das Badezimmer kommt von oben. Ja, aber weißt du, was ich auch geil fand? Sharon Tate. Das waren diese Betten in diesem Schluss. Ja. Diese Betten in Winden. Du musst aufpassen. In Manhattan gibt es Ratten, die sind so groß, auf den kannst du rein. Nein, ich habe so große Betten hatte ich noch nie gesehen. Ich fand das immer total toll. Also die Stimmung, die fanden die davon aus. Mit Sharon Tate natürlich. Und natürlich auch mein Lieblings-Dracula ist lieber auf den ersten Biss. Ja, natürlich. Ja, genau. Mit dem ist auch geil, lieber auf den ersten Biss da jemanden zu nehmen, also der hauptberuflich sich unter UV-Licht legt, den als Dracula zu nehmen. Respekt. Immer so angeknuspert. Respekt. Der braunste Dracula, den ich je gesehen habe. Und ich weiß, was ist los? Ja, Lebkuchen. Ich mag ja sehr die sieben goldenen Vampire. Eben nicht Lebkuchen. Ja, eben nicht Lebkuchen. Die sieben goldenen Vampire. Das war damals eine Koproduktion. Shaw Brothers. Shaw Brothers und Hammer. Hammer-Film. Hammer. Und da tauchte Dracula mal eben in China auf. War gut, war leider nicht mit Christopher Lee, aber einem Typen, der eben sehr, sehr ähnlich sieht. Und es war halt so ein Vampir-Kung-Fu-Film. Christopher Lee mit L.I. Gibt's bei YouTube, glaube ich, komplett Tutti. Ja, ist auch gut. Was, mal, worüber wollen wir noch reden? Wir wollen noch über die Serien, die wir durchgebinged haben. Watchmen haben wir gesehen. Ja. Ja, Thorsten nicht? Watchmen bis, ich habe übrigens bei Folge 3, also sie haben mir Dingenskirchen aufgeknüpft, John Donson. Und das mit den Superhelden finde ich gut, weißt du, Bäckerei haben, bist in die Garage fahren. Bist du denn Watchmen-Fan, hast du die Watchmen gelesen? Die, nee, oder ich habe die Watchmen-Comics nicht gelesen. Du hast den Film gesehen. Das war der vernünftige Film von Zack Snyder, Hut ab. Ja. Den habe ich gerne gesehen, den gucke ich einmal im Jahr. Und dann quäle ich mich gerade so ein bisschen durch, weil das natürlich, du hast im Hintergrund, was hast du da für Plakate hängen? Wer war denn da nochmal alles? Wer war amerikanischer Präsident? Das ist Robert Redford. Das ist ja, das da ist ja alles da drin. Vorsicht. Ja, also, da muss man, ich halte mal eben kurz mein Ultimate Absolute Watchman ins Bild. Das ist natürlich. Und das ist nur das Kompendium für Staffel 1, der Almanach. Das ist natürlich die Bibel. Na. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was Damon Lindelof ist der Showrunner und Hauptautor von Watchmen, hat gemacht Lost und hat Leftovers gemacht und er ist ein riesen Watchmen-Fan. Es gibt einen tollen Podcast, da hast du mich draufgebracht. Genau. Offiziellen Watchmen-Podcast. Sind auch nur drei Folgen, weil immer drei Folgen abgefeiert werden. Man kann aber die Serie auch gucken, wenn man das Comic nicht gelesen hat. Aber es macht mehr Spaß. Weil dann weißt du auch, warum Robert Redford war, warum die Amis in Vietnam gewonnen haben und so weiter, diese ganzen Sachen. Genau. Also es ist genial, wie er den Mythos, der Superhelden-Mythos. Es geht ja da auch ganz viel um Superhelden. Nein, es geht um den Mythos der Watchmen auch. Es geht auch um Superhelden. Natürlich. Aber es geht um dieses Fundament, was hier gelegt worden ist. Und er macht was Neues daraus. Er geht eben nicht her wie Star Wars, wie J.J. Abrams sagt so, wir machen alles nochmal und ihr seht jetzt alles, was ihr schon mal gesehen habt. Er hat Rorschach-artige Pappnasen, der Typ mit dem Gold. Und er macht was Neues raus und er bringt das Thema Rassismus, was jetzt im Moment das aktuellste Thema ist überhaupt. Jetzt das wichtigste im Moment, Thema. Nicht seit 1894, jetzt im Moment. Aber schon damals und er bringt es auf den Punkt, und es ist das Thema, das sich durchzieht durch diese Serie. Jeremy Irons ist fantastisch und wenn du keine Ahnung hast, Jeremy Irons ist groß. Unfassbar Jeremy gut. Irons ist richtig gut. Das hat mich sehr gut gemacht. Ja. Als Ozymandias. Ja, super. Ja. Genau. Super. Also, aber auch das Massaker, was das ist sehr interessant, das Massaker, was am Anfang thematisiert wird, da Black Wall Street, das ist ja wirklich so passiert. Und die meisten Amerikaner wissen das davon natürlich nicht. Meine Güte, das ist da mitten in Amerika Massengräber. Ich gucke weiter. Ja, Folge 6, absolut. Folge 6 ist der Game Changer. Ja, fand ich, also wie gesagt, es gab keine Episode, wo ich nicht gedacht habe, what the fuck. Und ich sag mal so, visuell ist es so toll gemacht, weil er einfach auch eine Comic-Ästhetik natürlich hat, aber ohne, so wie Zack Snyder das gemacht hat, den Comic, der ja quasi schon ein Storyboard ist,
was Alan Moore gezeichnet hat, oder Dave Gibbons gezeichnet hat, Alan Moore geschrieben hat, quasi genommen hat und das also, dann wie lange pimmeln wir eigentlich schon? Wir sind kurz vor Schluss, Thorsten, wir sind kurz vor Schluss. Und ich finde, Alan Moore sollte sich auch mal den Kopf aus dem Arsch nehmen und sich das angucken, ja, weil das ist definitiv. Nämlich genau, wenn's was geben kann, was auf seinen Stoff aufbaut, dann ist das diese Watchmen-Serie. Ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, das muss man auch nochmal erwähnen, dass auch Alan Moore hat ja, der ja immer sagt, nein, an meine Sachen lasse ich nichts kommen. Der hat ja Interpretationen gemacht von Marvel-Figuren, von The Hulk hat er, glaube ich, Geschichten geschrieben und was nicht alles. Also von daher finde ich das alles ein bisschen überbewertet. Titten hoch, Marvelous Miss Maisel, dritte Staffel. Ja, großartig. Ja, ich habe nicht mal die erste gesehen, ist das toll? Ja, es ist toll, aber ich habe ein großes Problem und das auch schon mit der zweiten Staffel gehabt, dass jetzt wirklich Style over Content ist, dass man so viel Geld hat, dass ich möchte einfach sie sehen, wie sie Stand-Up macht, wie sie in der darum Welt ist. Darum geht's aber nicht. Doch, darum, für mich geht es darum. Und Lenny Bruce ist in der dritten Staffel eine absolute Witzfigur und das nämlich der dritten Staffel total übel. Tony Shalhoub ist fantastisch, ja. Tony Shalhoub, wie heißt denn unser Freund George Costanza von Seinfeld? Jason? Ich komme jetzt nicht drauf. Großartig. Ich kann, tolle Schauspieler. Pass auf, Style over Content ist. Und der Six eine Typ, der diesen Club da leitet, der ist jetzt tot, ne? Der hat sich aus Versehen umgebracht. Wer? Ich weiß nicht, wer. Achso, der Schauspieler, genau. Drugs. Der ist jetzt gestorben. Der Mann von Maisel. Nein, der von der Kollege, der bei der Susi wohnt. Der ist gestorben. Oh, das tut mir leid. Und ich finde das konsequent weitergedacht. Mir gefiel auch die zweite Staffel besser. Jason Alexander, genau. Mir gefiel auch die zweite Staffel besser, aber auch einfach, weil da die Catskills einfach, weil, wie gesagt, ich mag diese Welt halt sehr. Ja, aber Gary, das ist toll. Ich finde, das sieht auch toll aus. New York sieht auch toll aus. Miami sieht auch toll aus. Wirfst du dieser Serie? Ich werfe der Serie vor, dass sie unheimlich viel Geld dafür ausgibt, dann war mir klar, es kommt eine Esther Williams-Nummer. Es war mir klar, es kommt eine Tanznummer. Aber die Szenen erzählen mir nichts. Ich möchte, dass die Geschichte weitererzählt wird. Von ihr als Frau, die sich in der Welt der Stand-Up-Comedy, was unsere Welt ist, einen Namen macht und sich behauptet. Und das wird in der zweiten Staffel geschludert. Zum Glück kommt, der Shazam spielt, dann als Love-Entrance am Ende wieder. Zach Levy? Ja, genau. Also ich kann da deine Kritik kann ich absolut nicht nachvollziehen. Doch, wir gehen nachher raus und ich hau dir auf die Fresse. Nee, ich hau dir von mir so auf die Fresse. Und so reden wir miteinander. Jawohl. Auf die Mappe. Genau. Nein, aber Miss Maisel macht mir immer gute Laune. Miss Maisel ist wirklich wie ein Musical, ohne Musical zu sein. Ein Musical? Ja, das kann ich so gelten lassen. So. Doch. Und ich finde das großartig. Auch da muss man ganz klar die Kameraarbeit muss man loben. Da sind so tolle Sachen mit dabei. Also dieses Technik, Gary. Aber das hast du doch 1917 auch nicht vorgeworfen. Ja, aber da war die Geschichte. Aber die Technik hat die Geschichte unterstützt. Und hier sehe ich einfach nur Technik. Ich sehe Musik, ich sehe ein Ballett, ich sehe das und das. Ich so, oh toll, guck mal, wie hoch wir schenken können. Du redest Scheiße. Das ist jetzt aber hier. Ja, nee, Fritz Teufel. Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Das war Joschka Fischer damals. Haben wir Modern Love gesehen auf Prime? Ich hab's gesehen. Nein. Sehen wir dann noch. Ich habe His Dark Materials gesehen. Ja. Das habe ich nicht gesehen. Das ist, gab's ja schon als Film, als der Goldene Kompass. Ach so. Deswegen kam mir das irgendwie so merkwürdig. Genau. Ja, hier Eisbären und Seelentier. Und Ganz genau. Und von der Dark Materials. Von der katholischen Kirche sehr gehasst. Ja, okay. Natürlich aus Gründen. Und das war die erste Staffel. Die erste Staffel ist quasi der erste Film auch. Okay. Und es ist halt deswegen gedreht worden, damit die Geschichte jetzt auch zu Ende erzählt wird. Weil der Film, es gab ja nur einen Film. So. Okay. Ruth Wilson ist super. Sie spielt die Rolle, die Nicole Kidman gespielt hat. Und die Kleine, deren Namen ich jetzt nicht weiß, die junge Schauspielerin, das ist die aus Logan. Die in Logan die Rolle spielt. Ja. Also ganz, ja, Logan, jetzt ganz fantastisch. Wir kommen zum Ende. Thorsten, hast du Batwoman gesehen? Ich, zwei Folgen. Okay, also komm, Freunde, jetzt mal ehrlich. Hand aufs Herz, Füße am Tisch. Ja. So, wenn ich schon mal was Positives. Batmans Kostüm finde ich gut, das an der Wand steht. Ja. Okay. Aber? Nö, das war's im Prinzip. Okay, ja, ansonsten. Ich mag Ruby Rose, aber das Ganze, das ist ein derartig unnatürlich aufgesetztes Ding. Die Stadt wirkt klinisch, wie gefegt. Mhm. Da sind doch keine Gotham. Da sind doch keine Leute. Die Schurken, also diese an
an Alice im Wunderland angelehnte Schurking, trägt zu dick auf. Das neue, das Batwoman-Kostüm ist schön, aber sehr karnevalesk und Pornoshop-artig, aber trotzdem schön. Ich fand das die Idee mit den Haaren, fand ich tatsächlich witzig. Dass sie so sie hat ja eigentlich kurze Haare und dann hat sie die, praktisch macht sie die Haare da dran. Ja, ich fand das. Eine pfiffige Idee, gut, um die Leute abzulenken. Ja, davon, dass man eine Fledermaus ist, wenn man sehr lange rote Haare hat. Ja. Mhm. Deswegen, der Batman trägt auch einen Oberlippenbart nachts, damit die Leute nicht denken, er wäre Bruce Wayne. Also muss man nicht sehen. Du hast Batman gesagt, nein. Naja, ich sag mal so, wenn man da jetzt ein bisschen, weißt du. Ja, ich weiß nicht. Guckt euch Watchmen. Es hakt an allen möglichen Dingen. Gesehen bei Star Wars, und das war mein Erweckungserlebnis, die ersten 5 Minuten von Tenet. Oh, das lief als Vorfilm bei Star Wars. Die ersten 5 Minuten. Meine Fresse. Der Anfang oder irgendwie? Oh, ich glaube. Der neue Nolan. Ich weiß nicht. 5 Minuten aus Tenet von Christopher Nolan. Und du sitzt da. Mhm. Der Ton. Ja, ja. Die Musik, der Ton. Einfach der Ton. Du hättest das Bild weglassen können. Das war eine Demonstration des Tons. Mhm. Und dann. Okay. Ich muss diesen, also ja, wirklich, es geht wieder um Zeitebenen, mehr weiß er über Christopher Nolan wie üblich nicht und das war unfassbar. Musik wieder von irgendeinem Dan, also ich meine das ist nicht böse, aber es ist wieder Hans Zimmer Musik macht für Bond, hat er nicht geschafft. Die können ja wirklich was, ne? Die Dänen, aber hallo. Wirklich jetzt, lecko funny. Ich Essen möchte nicht jetzt, so, aber Musik. Ich möchte abschließend noch ein Hörer oder Zuschauer von uns, der hat schon vor Monaten hat er uns ein paar Fragen gestellt und es ist vom Peter Seidel. Hallo Peter. Und ich habe dem Peter versprochen, die Fragen jetzt zu stellen. Und zwar komme ich auch gleich zur Sache. Und zwar kennt Thorsten den Film Return to the Batcave von 2003 mit Adam West und Burt Ward? Nee, kenne ich nicht. Ist ich kenne. Ist das, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe im Internet gelesen, dass Burt Ward einen zu großen Pimmel hatte als Robin und deswegen Tabletten gekriegt hat von der Produktion, die sein Glied schrumpfen lassen. Na, das macht offiziell Sinn. Mein Glied ist zu groß. Und dann ist hier eine Frage für Hennes. Nein, das Hennes, gibt, guck ich aber gerne. Moment, aber es gibt Return to the Batcave, ist das eine Dokumentation oder was? Oder? Nein, natürlich nicht. Ja, klar, klingt so, oder? Ja, es klingt so. Ja. Na, ist die Biografie von Adam West heißt Back to the Batcave. Ah, okay. Ja, dann, okay, also ich habe davon noch nichts gehört. Hat Hennes schon das Hörspiel Offenbarung 23 gehört und vorgestellt? Das ist kein Hörspiel, das ist eine Hörspielreihe und das steht da auch. Das solltest du so ablesen, Gary. Gott, bin ich wieder ein Arschloch heute. Ja, ich bin wieder auch toll. David Nathan. David Nathan, die Bielefeld-Verschwörung habe ich gehört. Ich habe die. Alles Mögliche. Die Tupac-Verschwörung, ja. Die Tupac-Verschwörung habe ich gehört. Hochkomplex und es fehlt nur noch ein bisschen Bild. Ja, richtig, richtig toll. Top. Und dann kennt ihr die Filme von Alex de la Iglesias? Nein. Nee, Iglesia. Alex de la Iglesia. Wenn ja, wie findet ihr sie? Nee, kann ich leider nicht. Was macht ihr nochmal? Keine Ahnung. Ja, googelt mal schnell. Wir können uns gerne mal wir gucken mal, wir sagen wir beim nächsten Mal Bescheid. Genau. Schauen wir mal. Wir sind immer für Anregungen gerne da. Wie gesagt, auch die Anregungen jetzt hier mit The Sound of Noise auf Prime. Danke nochmal, ganz, ganz klasse. Gary! Wir haben jetzt zwar auch Sachen liegen, aber das machen wir einfach beim nächsten Mal. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Gary Streberg hat ein neues Hörspiel geschrieben, nicht alleine, aber erzähl mal was zu deinem neuen Hörspielprojekt. Kommando ist von dir. Ja, das ist auch ein super Hörspiel. Nein, das sind wir übrigens, schade, ich hätte es jetzt so gerne gesagt, aber ist egal. Kannst du gleich sagen, sag erstmal dein Hörspiel. Es wird demnächst, am 21. Februar wird das neue Hörspiel von Günter Merlau erscheinen, das heißt Head Money und daran habe ich, mein Kollege Roland Heep und ich mitgeschrieben oder mitentwickelt, sagen wir mal so. Und es geht darum, dass eine ominöse Organisation 100 Millionen Dollar auf den Kopf eines Millionärs aussetzt und was dann von der Politik und von der Presse so als perfider PR-Kampagne für ein Videospiel gehalten wird, wird plötzlich tödlicher Ernst, denn da rollen dann tatsächlich Köpfe. Und im Grunde ist es so ein bisschen wie so eine Outbreak-Geschichte. Nur nicht mit Zombies, sondern was macht das mit einer Gesellschaft, wenn wirklich plötzlich da irgendwelche Leute so Todeskommandos in die Welt setzen und die dann Jacht machen auf Jagd machen auf Jagd machen, das kostet noch viel Geld. Jagd machen auf
auf die Reichsten der Reichen. Ne? Und dass er versucht, diese Serie so ein bisschen, gerade jetzt, wo die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Und das ist also ein Thema, was also hochaktuell ist, finde ich, und auch sehr spannend inszeniert ist. Und es hat wirklich diesen Überbau, diesen Hintergrund, diese Idee, what if was dieses Ding. Auf wie viele Teile ist die Serie angelegt? Die erste Staffel ist auf 6 Teile angelegt. 6 Teile angelegt, die ist fertig geschrieben, fertig produziert. Die ist fertig geschrieben, genau. Fertig produziert, und die erscheint am 21. Februar von Günther Merlau. Die heißt, sag nochmal bitte. Head Money, hast du geschrieben, Roland Heb ist dabei. Ich habe die erste Folge gehört. Ja. Es ist sehr komplex, es ist sehr gut, aber es ist auch sehr komplex. Ja, das heißt, man muss dranbleiben. Man muss alles hören. Es ist, gefällt mir extrem gut, und ich freue mich, endlich mal wieder ein schönes Hörspiel von dir zu hören. Ja, ich habe dran mitgearbeitet, geschrieben hat es der Günther, und schönen Gruß, Günther. Wir sind aber schon bei der zweiten Staffel. Du musst unseren Patreons noch was sagen? Genau, unseren Patreons, die haben die Möglichkeit, praktisch die erste Folge jetzt schon zu sehen, oder beziehungsweise jetzt schon zu hören, sehen, ist ein bisschen vorgegriffen. Heißt übrigens Patrons, habe ich jetzt. Patrons? Nicht Patreons, Patrons. Ganz genau. Den Link werde ich in die Shownotes setzen, und danach können dann tatsächlich auch unsere Zuschauer, eine Woche später können dann auch unsere Zuschauer ganz exklusiv die erste Folge von Head Money hören, und ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Genau. Rückmeldung, Feedback. Ganz genau. So. Wir freuen uns sehr. Wir wollten es eigentlich gar nicht in die Kamera halten, aus aber der Reihe Zeugs, gerade. Das wir in die Kamera halten. Zeugs, das man besitzen muss. Once upon a time ist das die Blu-ray. Ja, erzähl das mal, ist die Luxus. Unfassbar, unfassbar. Was hat die gekostet, Alter? Das ist von Sony, das wurde mir zur Verfügung gestellt. Und boah! Was kostet das in 80. 80. Sensationell. Ich glaube, die ist schon vergriffen. Nehmt mein Geld. Ja, nehmt's auch, ich hab's dabei. Wir wollen mal gucken, was drin ist. Also es ist erstmal in diesem wunderbaren Single-Format. Es ist nicht nur die Blu-ray drin. Es ist ein Mad-Heft drin, das die ganze Geschichte nacherzählt. So, es ist die 4K Ultra HD drin, es ist die Blu-ray drin. Und es ist das hier, das Mad-Heft, kommt ja im Film vor. Ja, genau. So, man sieht nur das Plakat. Es ist aber die komplette Mad Rick Dalton. Komplett. Wer außer mir kann den 4K überhaupt sehen? nee. Ich kann den Unterschied nicht sehen zwischen 4K und nein, ich meine, ab den Player. Ich habe keinen Player. Ich habe einen. Es ist gelogen. Man spürt sofort in der Körpersprache, dass es nicht stimmt. Doch, die PlayStation Pro kann das. Also es ist wirklich keine 4K-DVDs abspielen, mein Freund. Nein. Das ist ja kein Blue. Das stimmt einfach nicht. Du brauchst einen separaten Player. Das ist ein Weihnachtsgeschenk. Du lügst. Du hast gelogen. Leute, pass auf. Es ist ein Replik dieses Mad-Heftes. Und zwar nicht nur einfach nur das Cover. Es ist wirklich, als wäre es von Mort Drucker gezeichnet. Also in diesem Teil von Gary gibt es nicht ab. Gary gibt es nicht. Was ist noch drin, Gary? Placid. Das... Was? Ein Plakat. In einem sowas von bizarren Format. Ja. Und zwar nicht von Once Upon in America, sondern in Hollywood, sondern von Operation das Dynamite. Ist, von dem Fake-Film. Im Format 9 cm mal 1,20 m. Aber von dem italienischen Film, den Rick... Aber das Highlight ist das Highlight. Auf jeden Fall. Der Schlüpfer von Margot Robbie. Nein, das ist mal. Das Highlight, Gary, ist... Hol sie raus, Gary. Gary holt in diesem Moment eine blaue, durchsichtiges, blaues Vinyl-Single raus. 7-Inch. Und was ist da drauf, Gary? Das kann ich nicht lesen. Das sollst du auch nicht lesen. The Hullabaloo Show mit Rick Dalton. Also da sind zwei Songs drauf, die auch in dem... Die Rick Dalton Green Door und... Zu der Rick Dalton bei... Shaken Stevens, das war nämlich... Genau, bei dieser Sendung. Von Shaken Stevens. Ich weiß, aber Shaken Stevens hat es aufgenommen. Green, es gibt eine Single. Eine Menge Leute haben es aufgenommen. Ja, aber ich kannte Green nur von Shaken Stevens. Es ist blaues, durchsichtiges Vinyl. Hast du es schon abgespielt? Nee. Warum nicht? Hast du keinen Plattenspieler? Weil nicht nur keinen 4K-Player hat, sondern auch keinen Schallplattenspieler. Nein, ich hab einen 4K-Player und ich habe... Und es ist vor allen Dingen, wisst ihr, was drin ist? Das hier ist hier drin. Dieses kleine... Das ist kein Plektrum. Ich weiß nicht, wie es heißt. Es ist dieses runde Ding, was man in die Single reinmacht, in die Mitte, rein gelbes Plastik. Ja, ich bin total aufgeregt, weil das so toll ist. Ja, aber es ist halt Garys Box. Ja, ich will's haben. Da kennt er wieder Freunde. Er kriegt gleich auf die Fresse und ich nehme es mir mit. Es ist mir doch scheißegal. Das ist fantastisch. Ja, komm, wenn wir schon mal bei deinen Sachen sind. So, die Kollegen von Turbine haben was rausgebracht. Und zwar Geisteskranken. Das Söldnerkommando. Im
VHS-Look, also als Videokassetten-Look. Oh, das ist geil. Das also es gibt noch andere Versionen. Ich schmeiß mal direkt raus. Was, sag mal was zu dem Film Das Söldnerkommando. Jean-Claude, Jeff Risch, also, Bill Kemper und Cameron Mitchell. Also das Poster und das Cover kommt mir total bekannt vor. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe den Film nie gesehen. Okay. Aber ich habe sehr viel Spaß gehabt, weil er ist zwar nicht von Rainer Brandt, hat zwar keine Dialogregie, ja, aber der Geist ist es von einem... ja, genau, das ist das andere Cover. Also es gibt es in mehreren Ausführungen. Und aber es ist trotzdem in dieser Schnodder-Synchro praktisch aufgenommen und das wertet den Film ja erstmal per se. Das hast du aber noch nicht gesehen. Doch, den Film habe ich gesehen. Okay, haben totalen Spaß gehabt. Hier ist ein Originalautogramm. Von dem Regisseur. Gesehen? Von dem Regisseur. Ihr Supermarker nagelt alle, hä? Ja. Und das ist Originalauto. Das ist, siehst du das? Ein echtes Originalautogramm. Ja, genau. Ja. Gary, was haben wir mit diesem Film zu tun? Da ist sehr schönes Bonusmaterial drauf und zwar unter anderem eine Dokumentation über VHS-Kultur. Also jetzt nicht Volkshochschule, sondern VHS-Kassetten. Und und da sind wir mit dabei. Da erzähle ich meine Penisgeschichte. Ich will sie jetzt hier nicht verraten. Und dass es eine gibt. Ja. War dein Penis auch zu groß und musste er mit Tabletten? Dann ist das die Geschichte? Nee. Bird Walk? Nee, das ist wohl nicht. Nein. Okay. Und ich habe sehr viel Spaß gehabt. Und dann ist noch eine andere Dokumentation da drauf. Da kommt dann auch tatsächlich Rainer Brandt zu Wort. Also mal wieder sehr toll gemacht. Turbine. Sehr viel Liebe Turbine, von Turbine. Turbine. Unserem Kollegen Laurent. Ja, genau. Der war für das Bonusmaterial verantwortlich und das hat er. Wir kommen zum Schluss. Wir kommen zur Mystery Box. Ich soll euch übrigens nochmal grüßen von Patrick Bach. Der hatte sehr viel Spaß. Ja. Bei unserem kleinen Podcast in Hamburg. Viel Spaß mit während Thorsten Patrick im Hintergrund ein Lichtschwert von Star Wars. Du hast ihn getroffen, ne? Wir haben telefoniert. Ah. Okay. Wir haben bei der letzten Mystery Box Frage die Frage gestellt: Was ist der? Wir spielen immer das Spiel Six Degrees of Kevin Bacon. Wie hängen Schauspieler zusammen? Mit wem haben sie zusammengearbeitet? Wie ist die Kette der kausale Zusammenhang. Dankeschön, Thorsten. So, wir haben beim letzten Mal gehört, was ist der Zusammenhang von, die Verbindung von Keanu Reeves und Helge Schneider? So, viele Antworten, sehr viele richtig. Mein Weg war Tilda Swinton. Keanu Reeves und Tilda Swinton haben zusammengespielt in Constantine. Mhm. Tilda Swinton hat gespielt in dem Film Egomania, Insel ohne Hoffnung von Christoph Schlingensief, mit dem sie auch zusammen war, 1986. Christoph Schlingensief war nicht nur ein guter Freund, sondern auch der Kameramann von 00 Schneider Yacht auf Neil Baxter mit Helge Schneider. Das war ein relativ einfacher Weg. Mhm. Einige sind auch darüber gekommen, dass Keanu Reeves gesprochen wird von Benjamin Völz. Benjamin Völz ist der Sohn von Wolfgang Völz. Wolfgang Völz, genau. Wolfgang Völz ist nicht nur der Sprecher von Walter Matthau, sondern auch der Sprecher von Captain Blaubär gewesen. Und es gibt einen Captain Blaubär-Film, in dem Helge Schneider den Bösewicht spricht. Oh, auch das wäre ein... Spricht er nicht Hein Blöd? Nein. Okay. Hein Blöd wird von... Ach, da weiß ich jetzt nicht den Namen. Der Schauspieler. Okay. Aber er spricht den Professor Schlimmfinger oder so weiter in dem Zeichentrickfilm. So. Hier sind... Die Teilnehmer, Thorsten lässt. Ich lasse wieder einen ziehen und es ist Thorsten Sträter. Moment, warte, Thorsten. Wenn ich einen ziehen lasse, dann Thorsten Sträter. Ja. Gewonnen hat unsere Mystery Box mit wertvollen Sachen. Today gewann diese Mystery Box, wird gewinnen. Jetzt, ich zeige. Sayora aus Berlin. Ich kenne Sayora aus Berlin. Sayora ist Batman-Fan, die sehe ich immer nur im Ersten. Dann kommt sie vorbei und ich signiere was. Bestell dir mal einen schönen Gruß. Das habe ich jetzt hiermit gemacht. Sayora, du hast gewonnen. Sayora aus Berlin. Wir schicken die. Ich bringe nichts mit. Das ist ganz toll. Ja. Ja, kenne ich. Herzlichen Glückwunsch. Tschüss geschickt. Ne? Alles klar. Ja. Danke fürs Mitmachen. Die nächste Mystery Box für den im nächsten Podcast, der übrigens der 70. sein wird. Jo. Der 70. Podcast. Was machen wir denn da? Das ist schon ganz schön viel. Wir haben richtig Schlagzahl, oder? Ja. Wir sind jetzt nicht der Erfolgreichste. Nee, wahrscheinlich auch nicht der Beste. Aber auch nicht oder der so. Unerfolgreichste. Aber wir sind alt. Aber ich muss wirklich sagen, dadurch, dass wir das nur einmal im Monat machen, haben wir wirklich diese Macht, diese Gravitas, dass wir wirklich mal über Sachen reden können, auch über Star Wars, wo man mal einen Monat lang drüber nachdenken kann. Vor allen Dingen machen wir das seit fünf fucking Jahren. Und nicht sofort irgendwie so abhalsen, nur weil einem ein Trailer nicht gefällt. So. Ja. Die nächste Mystery Box geht an die oder denjenigen, die folgenden Zusammenhänge. Oder das. Binäre Persönlichkeit. Ne? Muss man auch sagen. Die folgenden Zusammenhänge herausfinden kann. Was ist die Verbindung von Josef Hader und Jean-Claude Van Damme? Boah. So, und es gibt einen Schwierigkeitsgrad.
ohne den Film Ich und Kaminski. In dem Film Ich und Kaminski spricht Josef Hader den Erzähler und da spielt Daniel Brühl mit und Geraldine Chapman, die auch in vielen, Geraldine Chapman, die ja in vielen internationalen Filmen auch mitgemacht haben, ohne Berücksichtigung des Films Ich und Kaminski. Was ist der Zusammenhang zwischen Josef Hader und Jean-Claude Van Damme? Ohne Synchronsprecher und ohne den Film Ich und Kaminski. So, jetzt. Und ohne Morgan Freeman. Morgan Freeman auch, auf keinen Fall. Und beide haben Augen. Und Joe Pesci auch. Antworten und ohne The Irishman. Antworten nur an post@streterbender-streberg. Mhm. Nur an. Blende ich jetzt gerade hier nur, ein. Nur per E-Mail, nicht über Facebook, nicht über Instagram, nicht über Twitter. Twitter kennst du? Kennst du Twitter? Twitter kenne ich, Twitter? Benutze ich nicht für Werbung, ich weiß, aber kenne ich. Nur, ja. Chemnitz macht dich bereit. So. Das ist unsere Mystery Box für. Also Josef Hader, Jean-Claude Van Damme, was ist die Verbindung? Genau. Und damit sind wir bei 2 Stunden 20 Minuten. Das ist mal wieder ordentlich. Wir sagen, Dankeschön. Schön, dass du da wart. Hier im Little Nemo in Bochum. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein, ja. Uns die Treue empfiehlt halten. Uns empfiehlt weiter. Uns weiter. Ach ja, und wenn ihr schon mal dabei seid, ihr könnt gerne, ich verlinke das nochmal, wenn ihr uns eure Stimme geben wollt für den genialsten Podcast in Deutschland. Leck mich am Arsch. Langsamer Feierabend. Gary kann aber auch verkaufen. Nee, wirklich. Der kann richtig pitchen. Auf QVC, die will mir in die Fresse polieren in einer Minute. Du, könnt ihr du das auf der beste Schwamm des Songs. Auf QVC, das will ich das mal sehen. Könnte ich, ja. So, entweder ihr seht das jetzt oder in den Shownotes. Bitte, es wär sehr nett. Es wär echt schön. Thorsten würde sich ganz besonders darüber freuen. Vor allem Thorsten würde sich freuen. Toll. Genau. Kannst du dich jetzt verabschieden? Ja. Alles Gute, auch beruflich. Super. Juhu. Ich bin eine Katze und gehe nun rauchen. Ich gehe nun rauchen. Nein, ein Straßenkater. Das ist das Licht am Ende. Ah, der ist jetzt falsch. Sehnsucht. Streiter, Bender, Streberg. Der Podcast. Mit Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann kann man uns auch das Video, gemacht ja, das ja, ist ach, sag das weißt du, man nennt das Abspannvideo. Ja, dann kann man uns auch abonnieren. Sind jetzt die Abspanner, kann man. Da unten, da. Oh, da, genau, da? Auf deinem Gesicht. Da, auf meinem Gesicht, dann, ja, hast genau. Du das dahin? Ja, genau. Sieht man mich dann überhaupt noch? Ja. Also schön, falls ihr uns nicht sowieso schon abonniert habt, dann... Man sollte das machen, dann ist man immer man voll dabei. Wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.